ein fundamentalistisches, religiöses Standing in vielen Ländern. Wir haben es in Israel und wir haben es zum Beispiel auch in Amerika unter Bush gesehen, wo die Endzeitchristen sehr stark ausgeprägt gewesen sind. Es gibt aber ein anderes Phänomen, was halt eben noch gefährlicher ist. Das ist eine Clique von Okkultkräften, die in den verschiedenen Religionssystemen funktioniert oder über den verschiedenen Religionssystemen in den Weltreligionen sich etabliert hat und von dort versucht, die verschiedenen Kulturen zu steuern. Das gibt es im Iran, das ist dort die Sufi-Bruderschaft, wir haben das in Israel, das sind die Hasidim, und wir haben es im Westen, das sind weite Teile der Freimaurerei, die ebenfalls okkult sind. Diese Bruderschaften sind sich untereinander sehr, sehr ähnlich. In Israel ist die Gefahr am größten, weil sie, diese Gruppe dort, die Hasidim, direkt auf die Regierung zugreift. Und die israelische Regierung greift direkt auf die amerikanische über, durch die starke Israel-Lobby. Und Amerika greift auf die NATO über und in die westliche Welt. Das ist die Gefahr. Wir sind ja meistens immer stolz auf unsere westliche Zivilisation. Und zu dieser Zivilisation zählt man auch Israel dazu. Wir sind das Abendland. Wir hätten einen gemeinsamen Feind, den Islam. Und Israel sei die einzige funktionierende Demokratie in der gesamten Region. Sie sei unser Brückenkopf, unser Alliierter. Und außerdem gäbe es hier im Westen eigentlich nicht die Geheimpolitik. Politik sei offen. Es hätte eben große Fortschritte gegeben im Laufe der Geschichte. Allerdings, wenn ich mir die Presse angucke und wenn man sich die Hintergrundinfos anguckt, das hast du sicherlich auch getan, dann ist man auch überrascht, wie man heutzutage sogar geheime Kriegsführung zugibt gegen den Iran. Wir zeigen hier kurz eine Story. Wir zeigen hier ganz kurz eine Story aus dem London Guardian. Es heißt hier, Irans nukleare Ambitionen haben bereits einen Krieg gestartet mit dem Westen, einen verborgenen Krieg, einen Covert War. Dann steht hier als Unterüberschrift, eine geheime Kampagne der Überwachung, Sabotage, Cyberattacken und Attentate hat zwar Irans Nuklearprogramm verlangsamt, es aber nicht gestoppt. Man zeigt hier ein Bild von George W. Bush. Im Hintergrund, das Foto sieht aus wie ein Templerkreuz. Wir sehen hier leider nicht das gesamte Bild oder ein Malteserkreuz. Bushes Kopf in der Mitte, im Zentrum. Man gibt hier in der britischen Presse, der Guardian ist ja sehr, sehr eng verbunden mit Großbritanniens Establishment und den Geheimdiensten. Und Großbritannien spielt eine wichtige Rolle im Iran und in der ganzen Region. Und man gibt hier in der britischen Presse völlig offen zu, ja, Bush fragte den Kongress nach 400 Millionen Dollar für ein 400 Millionen Dollar für ein subversives Programm. Man pusht terroristische Gruppen im Iran, außerhalb des Irans, sie sollen in den Iran eindringen, schwarze verdeckte Operationen, Attentate, Entführungen von iranischen Wissenschaftlern. Man gibt ja auch völlig frank und frei zu, der Stuxnet-Virus war eine israelisch-amerikanische Koproduktion. Man hat hier dadurch Iran verlangsamt, aber nicht genug. Alles Mögliche erwähnt man hier. Auch die Attentate, auch die Entführungen. Man kann sich noch vorstellen, was mit den armen Wissenschaftlern passiert ist, bevor man sie letztendlich umgelegt hat. Und hier heißt es dann, trotzdem hätte Iran bis zu 4,5 Tonnen Uran angereichert, genug für 4 Nuklearwaffen, wenn man es auf die höchste Stufe anreichert. Der verdeckte Krieg hat uns also nur bedingt genützt. Er hat das iranische Programm nicht völlig zum Stoppen gebracht. Also ist das nicht frappierend, wenn man einerseits sagt, wir im Westen haben eine offene Politik, wir im Westen spielen mit offenen Karten und diese anderen Länder, diese Feindstaaten, diese gescheiterten Staaten wie der Iran machen alles verdeckt und heimlich und außerdem, wie bizarr ist das, wenn wir feststellen, dass eigentlich diese ganzen Feindstaaten und diese ganzen dritte Weltländer, auch Libyen war keine Ausnahme, dass die eigentlich erst Training vom Westen brauchten, um rauszufinden, wie man wirklich effizient überwacht und foltert. Das ist mit Sicherheit richtig. Also der
Strukturen wie unter Gaddafi haben ja letztendlich auch für den CIA, auch für den MI6 gearbeitet. Da ist schon viel zusammengelaufen. Was mich halt am meisten abstößt, ist das, was du gerade vorher gesagt hast, dass wir im Westen so grobspurig im Mund führen, dass wir hier eine offene Gesellschaft hätten und dass im Grunde eigentlich die Völker bestimmen, was passiert und die Obrigkeit halt eben ihnen sagt, was sie plant. Und das trifft überhaupt nicht zu. Also das trifft bei keinem Krieg zu. Und das Gefährliche ist, dass oberhalb der staatlichen Instanzen, ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt hatte, eine kleine Gruppe von Leuten besteht, die versucht, die politischen Geschehnisse nach ganz skurrilen Plänen auszuarbeiten und zu steuern. Ob es Sufis sind, ob es Hasidim sind, ob es Freimaurer sind, sie beziehen sich alle auf irgendwelche alten, okkulten oder religiösen Schriften, wo sie eine Prophetie drin sehen und sagen, okay, so wie das halt eben hier prophezeit ist für den für das Ende der Tage, die politischen Geschehnisse, so müssen wir das auch in die Tat umsetzen. Und für das Ende der Tage hat der Koran oder das Alte Testament oder das Neue Testament nichts als Krieg, Pestilenz und Trauer und Gewalt vorhergesehen. Und das ist das, was wir momentan abgebildet sind auf der politischen Landschaft. Und als Ende davon kommt ein furchtbarer Krieg im Mittleren Osten, der geht vom Mittleren Osten aus und wird die ganze Welt überziehen. Und in diesem Krieg wird es halt zu Armageddon kommen, zu der großen Schlacht in Armageddon. Und das ist das, worauf jetzt diese Protagonisten auf der politischen Landkarte zusteuern. Teilweise aus rein staatlichen Motiven, aus geopolitischen Motiven. Aber diese großen Köpfe an der Spitze der Gesellschaft, ob das in der Politik ist oder ob das in der Presse ist oder ob das in der Wirtschaft ist oder in der Finanz, die sind alle wiederum in diesen Männerbünden verbunden und werden dort instruiert. Und das ist die große Gefahr, weil damit wird dann ein Krieg irgendwann absichtlich nicht mehr kontrollierbar, um es halt eben zu einem großen Zerfleischen kommen zu lassen. Wir als säkulare Kräfte, als säkulare Menschen können das nicht begreifen. Für uns ist es... Wir glauben, wir hätten unser Schicksal in den Händen. Jetzt spricht man in etwas informierteren Kreisen über den Islam und spekuliert jetzt, wie stark ist der Determinismus ausgeprägt. Der Islam hat ja auch so seine liebe Not und Mühe mit dem Determinismus. Es heißt zwar, Allah sei allmächtig und er hätte alles vorher gesehen und er könnte eigentlich eingreifen, wie er wollte. Aber auf der anderen Seite müssen sich die Muslime trotzdem anstrengen, sie müssen trotzdem kämpfen oder sich verteidigen. Und man bezieht sich auf eine gewisse Unschärfe, der Mensch könne das nicht so im Detail ergründen. Jetzt hast du hier in deinem Buch, in dem ersten Band dieser Serie, Israels Geheimvatikan als Vollstrecker biblischer Prophetie, jetzt hast du hier eine Stelle, Seite 33, Kapitel Der himmlische Plan. Und dort sprichst du halt eben über die eine sehr, sehr extreme jüdische Haltung. Und ich meine, die meisten Leute werden in Israel oder weltweit, werden sich damit nicht sonderlich identifizieren können. Aber du zitierst hier den israelischen Autor Avietzer Ravitzky. Und er spricht hier von einem bedingungslosen kosmischen Plan, der im Voraus festgelegt ist. Im Voraus festgelegt. Allerdings sollten wir den Glauben an historische Unumgänglichkeit nicht mit Fatalismus und Passivität identifizieren. Determinismus bedeutet, dass das Endresultat vorausgesehen wird. Jedoch ist es genau dieses Vorwissen, das den Gläubigen dazu motiviert, seinen Aktivismus zu intensivieren. Also ist das eigentlich, sagen wir mal, das absolute Gegenteil von diesem Selbstverständnis des Westens. Wir haben unser Schicksal in den Händen. Wir wissen nicht genau, wo es hinführt. Wir bemühen uns halt eben. Wir können uns aber auch überraschen lassen. Aber hier heißt es nein, quasi es ist vorhergesehen, so wird es passieren und wir müssen alles daran setzen, um diesen kosmischen Plan zu erfüllen. Du zitierst hier einen Vertreter namens Martin Buber des Chassidismus und er schreibt hier in dem Buch Gog und Magog, die Welt der Völker ist in Aufruhr geraten, wir können nicht wollen, dass es aufhöre. Wir können nicht wollen, dass es aufhöre, denn erst wenn die Welt in Krämpfen aufbricht, beginnen die Wehen des Messias. Die Erlösung ist nicht ein fertiges Geschenk Gottes, das vom Himmel auf die Erde niedergelassen wird. In großen Schmerzen muss der Weltleib kreisen, an den Rand des Todes muss er kommen, ehe sie geboren werden kann.
Das ist das Selbstverständnis der aktivistischen Chassidim, das ist richtig. Und das ist eine Sekte, ist eine okkulte Sekte, die sich sehr stark auf die Kabbala stürzt und sehr stark auf die Bibel, versucht halt eben diese Geheimlehre, diese sehr zahlennumerische Geheimlehre der Kabbala auf die Bibel anzulegen, aus der Bibel dann geheime Botschaften herauszulesen, in den Passusen, wo es um Prophetie geht, dann genau Daten herauszuarbeiten, was beispielsweise zum Beispiel für den 11. Dezember auch getan wurde, wo man dann auch vermeint hat, dieser 11. Dezember müsste an einem ganz speziellen Datum passieren, wo man dann hinterher auch gesagt hat, aha, wir sehen ja, Gott hat gesprochen, aber lächelnd, verschmitzt lächelnd, Gott hat gesprochen, weil man ja, denke ich mal, auch seine eigenen Leute am Werk wusste. Es ist ja ein offenes Geheimnis über Francesco Cossiga, dass nicht nur der CIA seine Hand im Spiel hatte, sondern auch der Mossad. Das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Sekte enorm stark ist. Enorm stark. Es spricht niemand darüber, was auch wiederum zeigt, wie stark die Sekte ist, dass sie sich aus den Medien raushalten kann. Sie haben ein Jahresbudget, was die Hälfte dem des Vatikans entspricht. Der Vatikan umspannt die gesamte Welt mit einer Milliarde Menschen vielleicht. Und wir haben es hier mit einer Sekte zu tun von vielleicht 200.000 Menschen. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich, aber das Geld ist da und das Geld wird eingesetzt für Lobbyarbeit, für machtpolitische Lobbyarbeit. Netanyahu ist Jude, natürlich, klar, er ist Israeli und Jude, aber wenn er in eine Synagoge geht, dann geht er nicht in eine normale Mainstream-Synagoge, was kein Problem wäre. Ich habe kein Problem mit dem Judentum. Aber er geht zu diesen Rabbis, zu diesen Okkult-Rabbis, zu diesen fundamentalistisch endzeitlichen Rabbis und sagt, was wird passieren? Was muss passieren, damit der Messias kommt? Diese Leute glauben halt eben, wenn nicht die gesamte Prophetie vorher abgeschlossen wurde, kann der Messias nicht kommen. Es muss vorher passieren. Lässt sich dort beraten, lässt sich dort briefen und macht entsprechend Politik, auch in Amerika oder auch bei uns durch die Lobby. Der Punkt ist der, ich habe es aus dem Fokus, der Fokus ist ja nun ein Mainstream-Organ. Als der vorletzte oder letzte Chef der Sekte gestorben ist, wurde über ihn Bericht erstattet in einem Artikel. Und da hat es geheißen, wann immer ein israelischer Politiker, ob er von der Linken oder der Rechten war, war vollkommen egal, nach Washington geflogen ist, um dort mit wichtigen Staatsleitern zu sprechen, sind diese Leute vorher in New York gelandet und zu diesem Rabbiner, zu diesem Sektenkultführer gegangen, um sich von ihm briefen zu lassen, wie sie sich anschließend zu verhalten hätten. Und das ist bedenklich, wenn man weiß, wie stark halt eben Amerika auf die ganze restliche Welt wirkt. Also der politische... politisch, wenn Politik auf Religion trifft, dann kann es sehr, sehr bunt werden. Und du zitierst hier auch in deinen Werken, zitierst du also die elitären Clubs oder die Spitzen der elitären Clubs, wie dem Freimaurertum, du zitierst aus deren Werken. Und es ist immer sehr, sehr interessant, wenn man die Außenwirkung vergleicht mit den internen Schriften. Und dann findet man sich hier, dann findet man hier unter anderem Hinweise auf die Pläne, die Langzeitpläne. Ich suche hier gerade die Stelle, die ich hier auf Seite 202. Also man bekommt die Informationen, wie sich dann tatsächlich diese Organisationen zusammenfinden, um Pläne auszuarbeiten in sehr, sehr großem Umfang. Und dann steht hier... ein Briefwechsel zwischen den Führern der italienischen und der amerikanischen Hochgrad-Freimaurerei, Giuseppe Mazzini, Albert Pike, einmal Italien, einmal USA. Beide Männer waren höchstrangige Eingeweihte des schottischen Ritus. Beide waren politisch ebenso einflussreich wie aktiv. Albert Pike, für die es nicht wissen, war ein Südstaatengeneral in den USA. Der Süden verlor zwar den Bürgerkrieg und der Norden forderte eigentlich den Kopf von Albert Pike, allerdings wurde er dann ziemlich schnell begnadigt, Statue steht bis heute ihm zu Ehren und er spielte weiterhin eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Dann heißt es hier, am 15. August 1871 schrieb der souveräne Großmeister des altertümlichen und anerkannten schottischen Ritus der Freimaurerei in Amerika, Albert Pike, einen Brief an seinen Logenbruder, den italienischen Freiheitskämpfer Giuseppe Mazzini, in welchem er einen Plan zur Welteroberung durch die Loge niederlegte. Das Schreiben enthielt einen Stufenplan, welche über drei Weltkriege führte. Der Erste Weltkrieg sollte zur Zerstörung des zaristischen Russland führen, das Land der unmittelbaren Kontrolle der Illuminaten ausliefern, also einer weiteren
verwandten Geheimgesellschaft. Der Zweite Weltkrieg sollte durch geschürte Interessensgegensätze zwischen den deutschen Nationalisten und dem Zionismus lanciert werden. Als Ergebnisse wurde die Ausdehnung des russischen Einflussbereiches und die Gründung des Staates Israel anvisiert. Und dann heißt es hier, der Dritte Weltkrieg sollte durch eben diese produzierten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Zionisten und den Arabern hervorgerufen werden. Jetzt wissen wir, wie fragil die Welt sein kann. Es heißt ja nach Mainstream-Geschichtsschreibung, ein einzelnes Attentat löst den Ersten Weltkrieg aus. Dann stellen wir fest, dieses Attentat ging dann auch zurück auf diverse freimaurische, ausgebildete Organisationen, die Schwarze Hand, Sarajevo und. Ist es dann wohl Zeit, das Ganze ernst zu nehmen? In der Tat, ja. Also nicht nur allein dessen angesichts, was Pike dort schreibt oder Mazzini. Es gibt viele eingeweihte Männer, die immer wieder durch die Geschichte große Ereignisse vorhergesagt haben, qua ihrer Vorhersehung, die sie halt eben in ihren Logen erfahren hatten. Also vor dem Ersten Weltkrieg wurde in den entsprechenden freimaurerischen Zirkeln der Erste Weltkrieg angekündigt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Zweite Weltkrieg halt eben in diesen eingeweihten Kreisen prognostiziert, genauso wie er dann gelaufen ist. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Warburg gemeldet, der einer der wichtigsten finanzpolitischen Verteilungsstrukturen innerhalb der obersten Machtelite, der freimaurerischen Machtelite ist, der gesagt hat, wir werden eine Weltregierung bekommen, ob ihr sie wollen oder nicht. Und wenn ihr das nicht wollt, dann werdet ihr es halt eben durch Krieg bekommen. 1962/63 wurde Ben-Gurion gefragt, was in Ihren Augen, Herr Ben-Gurion, passiert denn in 30, 40 Jahren, wie stellen Sie sich die Welt vor? Und er beschrieb die Welt, wie sie ist. Es ist unfassbar. Er sagte halt einfach, es wird die Sowjetunion ein Konstrukt der Vergangenheit sein. Es wird sich dort halt eben der Kapitalismus heranbilden. Er sieht die Mauer fallen, er sieht halt eben Deutschland ganz neu und er sagt halt eben, die Sowjetunion wird halt eben blau werden, respektive kapitalistisch, und Amerika wird rot werden, sprich halt eben sozialistisch. Das ist das, was wir momentan erleben. Das hat er natürlich aus seiner biblischen Prophetie hergeleitet. Und er kannte natürlich auch die Leute, die das umsetzen würden. Jetzt sehen wir hier verschiedene Nachrichtenmeldungen. Man nannte es ja weitaus mehr als nur Säbelrasseln. Man sprach hier eben von extremen Vorbereitungen und äußerst starken Drohungen. Was wir hier gerade einblenden, ist wieder mal die britische Presse. Also verschiedene Stimmen. Hier schreibt Richard Norton Taylor, ein Angriff auf den Iran wäre ein Desaster. Wir müssten mit diesen Leuten reden und verhandeln. Dann steht hier eine weitere Story. Eine Zeitung aus Kuwait behauptet, Benjamin Netanyahu würde eine Verschwörung in seinem eigenen Haus wittern. Die ehemaligen Führer des Mossad und des Shin Bet hätten Angriffspläne an die Öffentlichkeit durchsickern lassen, in der Absicht, eben den Angriff auf den Iran zu verhindern. Also das ist auch so eine Geschichte, die sich da entwickelt. Man spricht hier von Meir Dagan, also eines der Urgesteine Israels und der Dagan-Dienste, und Yuval Diskin, also ehemalige. Das heißt hier also, der Grund dieses Durchsickerns, des bewussten Durchsickerns, der Grund war, man wollte einen Angriff verhindern. Dann gibt es aber auch wieder mal völlig gegensätzliche Stimmen, wie den Artikel, den wir schon gezeigt haben, also mit diesem sehr, sehr bedeutsamen Foto, das schaut aus wie ein Malteserkreuz. Wir sehen es leider nicht komplett, weil das Bild beschnitten ist, mit Bush und seinem Kopf in der Mitte. Iran, also der verdeckte Krieg hat nicht funktioniert, heißt es hier auch im London Guardian. Der verdeckte Krieg muss jetzt endlich über den Haufen geworfen werden. Wir brauchen endlich einen richtigen Krieg. Der Iran droht zurück, und hier heißt es in der israelischen Presse, Haaretz, hier heißt es, 80% der Israelis glauben, ein Angriff auf den Iran führt auch zu einem Krieg mit der Hamas und der Hezbollah. Also das soll heißen, mehr oder weniger, ein Großteil der Israelis fürchtet sich vor einem Krieg, der einfach viel zu groß ist. Was ist deine Ansicht? Trauen, ist das jetzt Säbelrasseln, wie auch die internationale Presse vermutet? Will man hier politisch einfach vorankommen? Wie
worauf warten bestimmte Kreise, um halt eben den Rest des Landes zu packen und schreiend und tretend mit in diesen Krieg hineinzuziehen? Also es ist mit Sicherheit kein Säbelrasseln. Es ist das Programm, den Iran anzugreifen, mindestens 10 Jahre alt. Also Netanyahu, Sharon hatten das immer gefordert gehabt. Also das ist nichts Neues. Man versucht auch seitens Israel, Amerika die ganze Zeit ins Kriegsboot zu ziehen, damit man nicht selber angreifen muss, dass es jemand für sie übernimmt. Das hat Israel schon mehrfach geschafft, wenn Amerika Krieg geführt hat, wie Irak. Der Punkt ist, es hat nicht gefruchtet. Es hat selbst gegenüber Bush, der eigentlich sehr willfähig gewesen ist, nicht geklappt, einfach weil Bush zu viel um die Ohren hatte. Der hatte zu viele Kriege zu führen und konnte nicht halt eben nebenbei nochmal Teheran knacken. Und das ist zurückgestellt. Und dann hat halt eben Israel weitergearbeitet an Obama. Obama hat sich verweigert und bekam den Druck aber dann halt eben durch die Israel-Lobby zu spüren. Das waren teilweise Machinationen, die aus Wall Street kamen, wo halt eben das israelische oder israelitische Element relativ stark ist, und über die Presse. Das ging so weit, dass halt die Börse-Affäre, wo es geheißen hat, Obama hat ja eigentlich gar keine Berechtigung, Präsident zu sein, weil er nicht in Amerika geboren sei, es gäbe da entsprechende Dokumente, aus den Blogs in die Mainstream-Presse langsam übergeschwappt ist. Sodass halt eben dann auch Obama im Fernsehen gefragt wurde von den Journalisten, hören Sie, lassen Sie doch einfach mal Ihre Geburtsurkunden raus. Schicken Sie die einfach mal in die Öffentlichkeit und dann ist die ganze Thematik über den Tisch. Dann haben wir das hinter uns. Und da sah sich er natürlich gezwungen, etwas zu tun, hat halt eben die Papiere in die Öffentlichkeit gebracht und die waren dummerweise halt eben manipuliert. Wie man so dumm sein kann, weiß ich nicht, aber es wurde dran gearbeitet, das war offenkundig. Und damit stand er dann wirklich in der Kritik. Und im gleichen Moment muss Obama gemerkt haben, was er dort gebaut hatte, was für ein Mist er gebaut hatte, und musste sich ganz schnell entscheiden, wie er praktisch wieder die Öffentlichkeit hinter seine Seite bekommt, respektive die Presse. Die Presse macht die Öffentlichkeit, ja. Die Öffentlichkeit hat das noch gar nicht so richtig begriffen gehabt. Die Presse hätte aber was draus gemacht. Und Obama hat innerhalb von 24 Stunden dann Osama Bin Laden aus dem Hut gezogen, der schon lange tot gewesen ist, wahrscheinlich seit 2001. Und er ist dann halt eben aufgetrumpft und hat gesagt, wir haben ihn gefangen. Natürlich hatten sie ihn nicht gefangen, natürlich hatten sie ihn nicht erschossen, deswegen mussten sie ihn auch versenken, damit halt eben der Öffentlichkeit nicht noch ein Leichnam präsentiert werden musste. Aber damit war er erstmal aus der Schusslinie. Die Pressionen gingen natürlich weiter in Amerika. Und ein neuer Höhepunkt der Pressionen sind halt eben die Vorfälle, die jetzt gerade sich ereignet haben in Amerika, wo es angeblich einen Anschlag geben sollte. Amerika, das offizielle Amerika ist überzeugt davon, also die höheren Faktoren in der Regierung sind überzeugt davon, dass dieser Plan mit dem Iran zu tun habe, was Unfug ist. Also führende CIA-Leute selbst sagen das, Ray McGovern beispielsweise, der die ganzen Briefings gemacht hat, die letzten Präsidenten, sagt, es ist einfach Unfug, diese Sache kommt aus Israel wahrscheinlich. So, und der Punkt ist nun der, dass die offizielle amerikanische Regierung sagt, wir wollen, wir müssen das tun. Und Europa bremst noch momentan, also gerade Deutschland bremst. Und das gibt mir ein bisschen Angst über die Möglichkeit eines nachfolgenden nächsten Anschlags, weil man muss natürlich die Bremse irgendwo lösen. Und man löst natürlich diese Bremse an dem Ort des größten Widerstandes, also in Deutschland. Und der nächste Anschlag, der muss ein richtiger Anschlag sein. Das kann nicht wieder ein Unterhosenbomber sein oder das kann auch nicht ein gescheiterter Anschlag sein, der über die Drogenmafia gelaufen ist. Das muss ein richtiger Knall sein. Und wenn das passieren würde, würde das, das ist der Witz dabei, es ist ein schlechter Witz, aber es ist einer, genau die Prophetie wieder dieser Hasidim erfüllen, dass nach Manhattan Berlin kommt als nächstes. Der Punkt ist, am Ende gewinnen letztendlich die Hasidim und am Ende verlieren die Völker und vor allen Dingen Israel. Das darf man nicht vergessen. Denn in dem Moment, wenn es zum Krieg kommt, egal wer angreift, ob es die Israelis sind oder ob es die Amerikaner sind oder ob es die NATO ist, der Iran hat keine Langstreckenraketen. Und die Amerikaner haben ein Schutzschild. Sie sind unangreifbar. Der Iran wird, hast du was kannst du, alles, was sie haben, über Israel abladen. Das sind ABC-Waffen. Also A-Waffen ist nicht hundertprozentig sicher, aber sie wären dumm, wenn sie keine hätten. Sie hätten sie einkaufen können vor 20 Jahren schon in Russland. Und dann wird Israel brennen. Und deswegen denke ich mir, dass es eine Opposition in Israel gibt, natürlich gerade von den einfachen Leuten, die mit ihrem Leben bedroht sind. Und die... Was man auch immer wieder gesehen hat, sind verschiedene Denkweisen, auch in dieser etwas in dieser versnobten Elite, die es in jedem Land gibt. Ich meine, was hat uns Viktor Ostrowski gezeigt, der berühmte Whistleblower aus dem israelischen Mossad, wo er dann eben
Also er wird ausgewählt, der junge Ostrowski, er hat eine Militärkarriere hinter sich und er landet dann im Mossad und fühlt sich dann wahnsinnig geehrt, er kämpft für sein Land, aber irgendwie stellt er dann fest, ja, es ist unglaublich viel Korruption in der Spitze und was noch viel schlimmer ist, man hat irgendwie diese seltsame Logik, es muss Krieg sein, es muss dauernd Krieg sein, wenn nicht ständig Krieg da ist, dann wird Israel weich und wird verschwinden und er findet dann Gleichgesinnte unter seinen Vorgesetzten und die meinen dann, naja, die Verrückten werden auch bei uns immer mehr, also die Leute, die wirklich nicht verhandlungsfähig sind im Mossad. Ja, es gibt genauso gut verhandlungsunfähige Leute auf der muslimischen Seite, bei den Palästinensern, der Hamas, der Fatah und so weiter, aber an einer gewissen Stelle, entweder im ersten Band hier von Ostrowski oder im zweiten, da sagt er dann, also seitdem ich diese Bücher geschrieben habe, seitdem ich den Mossad endlich entlarvt habe zu einem guten Teil, also ihm wurde dann gesteckt von einem Sympathisanten, ihm wurde gesteckt, jetzt ist es noch schlimmer im Mossad, also seit du diese Aktion gemacht hast, nur noch Verrückte. Also man holt sich die richtigen Fanatiker, die jungen Fanatiker holt man sich in den Mossad und drillt sie und drillt sie und drillt sie. Dabei gibt es auf der anderen Seite verhandlungsbereite Leute und die will man anscheinend hier vergraulen. Das ist anscheinend die Message von oben. Und jetzt hören wir es halt eben in der Presse aus Kuwait, also ältere Mossad-Chefs, Meir Dagan, hätten Netanyahus Tour vermasselt, hätten halt mit gezielten Datenlecks, hätten sich hier da dazwischen geschalten. Ich meine, es ist unglaublich, was hier in den Kulissen passiert. Und eins wollte ich noch kurz erwähnen, zu dem Thema Freimaurer aus seinem Buch. Es heißt hier, Mazzini, der Italiener, der dann mit dem Amerikaner Pike gesprochen hat über drei Weltkriege und diesen riesigen, irrsinnigen Plan. Mazzini wurde 1861 Freimaurer und schuf die Propagandaloge P1, die, wie die P2 heute, Italien über mehrere Jahrzehnte beherrschte. Jetzt heißt es in der Presse schon, naja, jetzt sind wir schon bei der Propaganda-3-Loge angelangt. Also das sind ernstzunehmende Player mit ihren völlig verrückten Plänen. Hier blenden wir den Artikel ein auf Dorian Gray, die Tageszeitung, dann heißt es hier in der zweiten Hälfte, mit der Verweigerung an der NATO-Aggression gegen Libyen teilzunehmen, brachte der Außenminister Deutschlands das Fass dann zum Überlaufen. Am 28. März 2011 verkündete Bernard Henry Levy, Stichwortgeber und Strippenzieher hinter dem französischen Kriegspräsidenten Sarkozy in der Welt, Gaddafi wird gehen, aber Westerwelle auch. Joschka Fischer äußert sich ähnlich und Dann geht es hier weiter über eben die altbekannten Methoden. Es wird hier angesprochen, die geheimen Field Manuals der amerikanischen Streitkräfte und Geheimdienste, die Anleitungen, die Handbücher für schmutzige Tricks, für Offiziere. Man hat es gegen den Kommunismus angewendet, Strategien zum Umgang mit formal westlichen Basenstaaten, die sich im Kampf gegen den Feind als zu weich entpuppen. Das steht auch da so drin, also wenn ein Staat nicht so recht will, ja, nicht so recht kriegsbegeistert ist, dann muss man ihn etwas zwingen, man muss etwas künstlich nachhelfen, wenn es sein muss, auch mit Sprengstoff. Also das hier ist die Argumentation. Das hat es in der Vergangenheit halt eben schon gegeben, als der Gegner noch Sowjetunion und Kommunismus geheißen hat. Wenn da ein Staat halt eben zu weit nach links gewandert ist, dann wurde halt eben durch False Flag Terrorism made in USA oder gesteuert durch die Amerikaner oder beeinflusst durch die Amerikaner dort das Land destabilisiert und die Menschen haben dann gesehen, was sie halt eben vom Kommunismus hätten, wenn sie ihn kriegen würden. Der größte Knaller war halt eben, als Aldo Moro in Italien versuchte, die Kommunisten etwas mehr in die Regierungsverantwortung rüberzuholen. Er war Christdemokrat, aber merkte, die Kommunisten waren so stark im Parlament, die konnten alles blockieren. Also hatte gedacht, okay, wir holen sie einfach an die Regierung ran, lassen sie mitbestimmen und verbrauchen sie. Und er ist in Amerika schwer angegriffen worden dafür, Aldo Moro. Man hat ihn auch gewarnt, also Kissinger hat ihn so gewarnt, dass Aldo Moro um sein Leben gefürchtet hat. Kissinger hat gesagt, wenn du das machst, bist du tot. Und Aldo Moro ist aber diesen Weg weitergegangen und wurde dann von, man höre und staune, den Roten Brigaden, die inzwischen von dem CIA unterwandert waren, gekidnappt und umgebracht. Obwohl er die Kommunisten letztendlich nach oben bringen wollte. Natürlich, um sie zu verbrauchen, aber er wollte sie nach oben bringen. Und das Gleiche tut sich heute natürlich auch wieder auf. Wenn ein Staat
den Feind, der inzwischen Islam heißt, nicht mehr als Feind sieht oder nicht mehr bereit ist, gegen ihn zu kämpfen in der Form, wie es halt eben das Pentagon will, dann wird es halt eben entsprechende Anschläge geben und dann wird halt eben erstmal eine Bestrafungsaktion damit gelaufen sein. Das heißt, derjenige, der halsstarrig war, bekommt einen auf den Deckel. Zweitens mal ist die Öffentlichkeit erzogen und weiß halt eben dann sofort über die Medien, wie sie zu denken hat und was sie von ihrer Regierung zu fordern hat. Und drittens, die Regierung entspricht dieser Forderung und wird dann in den Krieg marschieren und hat alles bekommen, was man haben wollte. Und das ist die Angst, die mich gerade im Moment umtreibt, weil Deutschland gerade, wie gesagt, auf der Bremse steht, auf der Kriegsbremse und eine eigene Geopolitik fährt. Also Deutschland beginnt mit Westerwelle jetzt eigene Fühler auszustrecken, gerade in Richtung Osten. Und das wird natürlich in Amerika nicht gern gesehen. Und bestimmte Leute gießen da auch vorsätzlich Öl ins Feuer, wie eine Beraterin von Bush, die jetzt gesagt hat, die deutsche Regierung würde schon D-Mark-Scheine nachdrucken lassen, was noch nicht bewiesen ist. Aber sie bringt es so in die Öffentlichkeit, damit dann auch in Europa halt eben schon gewisse Aversionen dann wieder neu aufkommen können. Was momentan auch passiert. Also wenn es jetzt knallt, werden viele im Ausland, natürlich nicht die einfachen Menschen, aber bestimmte Eliten sagen, wunderbar, passt ins Konzept. Wenn wir uns jetzt an Vergangenes erinnern und wir versuchen, von Bekanntem auf Unbekanntes zu schließen. Also wir erfahren dann zum Beispiel, Israel wollte keine säkulare Opposition, keine massentaugliche Opposition außerhalb seiner Grenzen. Israel wollte eben nicht, dass die Gegenseite international auf mehr Anerkennung stößt. Also stützte Israel eher die Hamas in ihrer Anfangszeit und wollte eben die fanatische Alternative. Sie wollten eben die nicht-säkulare Gruppe. Und dann, wie wir schon mehrfach angesprochen haben, Israel, also diese unglaublich fanatischen Kreise, also ein winziger Bruchteil, der ist das Establishment Israels. Und man guckt sich diese Leute an, kaum jemand, der nicht Freimaurer ist und gleichzeitig eine Militärerfahrung hat und dann an sehr, sehr fragwürdigen oder kriminellen Operationen beteiligt war. Israels Gründungsgeschichte ist kein Geheimnis und die Kriegsführung eigentlich auch nicht. Dann ist auch die Frage, ist es nicht ein wundervolles Geschenk, in Anführungszeichen, für die Israelis, die jetzige Situation? Ein riesiger Staat, ein riesiger Feind, der Iran, ein starker muslimischer Staat mit vielen jungen Leuten, mit sehr vielen Ressourcen und ich meine, was wäre Israel ohne den Iran? Ja, was könnte Israel so Politik machen, auch in der Innenpolitik? Also ich denke mir mal, dass Israel vorbestimmt ist von diesen endzeitlichen Kräften. Viele werden jetzt schmunzeln und denken, was hat er immer mit den endzeitlichen Kräften? Aber wie gesagt, die sind enorm stark in Israel. Und halt eben auch außerhalb Israels, durch unsere Freimaurerei im Westen beispielsweise oder durch die Sufis im Osten. Diese Leute sehen Israel nicht als einen normalen Staat. Sie sehen es wie ein Schiff, was durch Stürme gehen muss, bis es dann am Ende am Berg irgendwo zerschellt, aber daraus wird dann etwas Neues. Das ist deren Gedankenkonstrukt. Dieses Gedankenkonstrukt speist sich aus der Prophetie, aber gleichzeitig aus politischen Notwendigkeiten. In dem Moment, wenn Israel in Frieden ist, wird Israel auf kurz oder lang liberalisiert und säkularisiert. Die Menschen werden zu normalen Menschen. Nur Druck, Außendruck, schweißt ein Volk zum Äußersten zusammen. Das war schon immer so gewesen, was das Judentum anbelangt hat. Es ist interessant zu beobachten, wenn man anschaut, wie das Judentum Israel früher, also Palästina, unter den Römern verlassen hat. Immer dann, wenn es zu Vermischungsprozessen gekommen ist, wenn sich die Masse der Israeliten, die auf der Wanderschaft war, begonnen hat, mit den Umgebungsvölkern zu verbrüdern und halt eben in diese Umgebungsstrukturen und Gesellschaften aufgenommen zu werden, immer dann kam ein furchtbarer Anschlag, immer dann kamen die größten Pressionen. Und diese Pressionen, die da gekommen waren, wirkten wie Schäferhunde, die eine Herde zusammenhält. Und dieses Bild ist häufiger von Zionisten auch gebraucht worden, die gesagt haben, die Zionisten haben diese Struktur hinter weiter vollzogen, indem sie gesagt haben, wir brauchen letztendlich den Terror und den Hass, um halt eben unsere Ziele zu erreichen. Es gibt diese extremistischen Zionisten, selbst Rabbis, die sowas immer wieder gesagt haben.
Beispielsweise jetzt Sharon. Sharon, ich kann mich daran erinnern, das ist nicht lange her, vielleicht 5, 6, 7 Jahre, da hatte er großartig verkündet, Israel brauche eine Blutauffrischung. Israel brauche neue Bürger, die Leute würden alle abwandern. Was Wunder, wenn da dauernd die Raketen runtergehen. Also hat er gesagt, ich fordere die französischen Juden auf, das Land zu verlassen und zu uns zu kommen. Chirac ist fast umgefallen, hat gesagt, was soll jetzt das? Das sind keine Israeliten bei uns, sondern das sind Juden, die haben französischen Pass. Warum sollen die Leute auswandern? Und Sharon hat gesagt, ja, weil sie bedroht sind. Die waren aber nicht bedroht. Es gab keinen Antisemitismus. Natürlich, irgendwann fallen irgendwo immer irgendwelche Grabsteine um und irgendwelche besoffenen Skinheads bringen sowas immer fertig. Das ist natürlich richtig, aber es gab sowas nicht im großen Ausmaße. Und in dem Moment, als Sharon es gesagt hatte und Chirac sich beschwerte und sagt, hier ist nichts, eine Woche später war die größte antisemitische Aktion quer über Frankreich. Man hat herausgefunden, wer dahinter gesteckt hat, immer wieder. Ich sag nicht immer, aber immer wieder. Man hat nicht alle Fälle klären können, aber man konnte einige Fälle klären und es waren Zionisten gewesen. Naja, psychologische Kriegsführer, Teams. Warte, Sekunde, ich muss noch ganz kurz, lass mich noch ganz kurz bitte. Es ist ganz einfach so gewesen, die Juden, die halt eben von Sharon gerufen wurden, die sind natürlich nicht gekommen, die haben gesagt, was will denn der? Sind wir denn verrückt, wir wohnen hier an der Champs-Élysées oder in Südfrankreich, wo andere Urlaub machen, warum sollen wir denn nach Israel gehen? Sind wir denn verrückt, viel zu heiß da unten und ist halt eben von Terror bedroht? Aber in dem Moment, als dann der Terror kam, haben diese Leute sich bedroht gesehen in Frankreich und haben, was? Ihre Koffer gepackt und sind nach Israel gekommen. Das ist Machiavellismus, so funktioniert die Welt. Das ist Zionismus auch. Kann Zionismus sein. Aber es ist auf jeden Fall der radikale Zionismus um den Likud-Block. Unglaublich. Wenn man jetzt hier die Historie anguckt, hier ist vielleicht ein Buch zu nennen, Shlomo Sand, die Erfindung des jüdischen Volkes, Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand. Der Autor ist Israeli und er sagt dann, nichts, was er in diesem Buch reingepackt hat, keine der Informationen, war in dem Sinne neu. Das war den Establishment-Historikern bekannt, es wurde halt bloß nicht sonderlich großartig besprochen. Und auch diese ganzen Widersprüche in der Selbstdarstellung, also man merkt hier auch die Historiker haben hier einen ganz klaren politischen Auftrag, keinen wissenschaftlichen Auftrag. Wir haben hier, ich kann hier ein Beispiel nennen. Das ist diese Diskussion um, wie du es schon gemerkt hast, wie du es schon gemeint hast, es gab so viele Stellen, an denen dann Leute sich aus taktischen Gründen entschieden haben, das Judentum anzunehmen. Oder es gab diese Vermischungen und man hatte dann eben solche Geschichten wie die Khazaren, das Khazarenreich. Und dann jetzt brennt hier ein Streit der Historiker. Die einen sagen, nun ja, die Khazaren haben sich aus taktischen Gründen einfach zum Judentum entschlossen, weil man wollte sich nicht dem Islam unterwerfen, sich also den fremden Ländern unterwerfen, den fremden Herrscher. Man wollte auch nicht sich den Christen angliedern, sondern man sagte einfach, was bleibt übrig? Die einzige monotheistische Religion, die noch übrig ist, die Auflagen erfüllt. Und hier ist ein Beispiel, ein Mann namens Poliak. Und er schrieb halt eben dann auch über dieses Thema Khazaren. Das ist eine gewisse Peinlichkeit, wenn nämlich sich rausstellen würde, und auch das ist umstritten, wenn sich rausstellen würde, dass eben das große Khazarenreich eben nicht ethnisch jüdisch war und dass viele europäische Juden, insbesondere osteuropäische Juden, dass die eigentlich Khazaren sind und letztendlich dann auch ethnisch eher Kaukasier sind. Und ich meine, wenn ich mir viele europäische Juden angucke oder die dann nach Israel gegangen sind, die sehen aus wie du und ich. Man könnte die verwechseln mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Und hier heißt es dann von einem der israelischen Mainstream-Historiker namens Poliak, wurde in Kiew geboren, konnte Russisch, Türkisch, Klassisches, Arabisch, Antikes, Persisch, Latein, wahrscheinlich auch Griechisch, also ein sehr, sehr cleverer Mensch. Er sagte dann auch, ja, die Khazaren haben sich halt einfach bekehren lassen oder sie haben diese Religion übernommen. Die Mehrheit, die Masse des osteuropäischen Judentums stammt aus dem khazarischen Imperium. Aber dann versuchen Historiker das wieder umzubiegen und sagen, ja, aber eigentlich waren die Khazaren auch, oder es gab viele ethnische Juden im Khazarenreich.
Und das ist, worauf es ankommt. Also würde wieder alles passen. Und hier heißt es, Poliak selbst war ein treuer Zionist, dessen intellektuellen und philologischen Fähigkeiten dem Geheimdienst der israelischen Armee zur Verfügung stellte und Ende der 50er Jahre zum Leiter der Abteilung für Nahostwissenschaften an der Universität Tel Aviv ernannt wurde. Wie, Wolfgang Eggert, wie schlägst du den Bogen von, sag ich mal, der Mainstream-Geschichte zu dem, was du jetzt nachvollziehen kannst. Wie setzt sich Israel heute zusammen? Was sind da die Hierarchieunterschiede in Israel und auch der jüdischen Bevölkerung weltweit? Was hat es mit so großen Playern auf sich wie George Soros und andere aus Ungarn, wo man dann sagt, die kommen eigentlich von diesem aus der Khazaren-Ecke? Was ist davon zu halten? Also ich habe die Khazaren-Geschichte nicht so stark im Fokus. Also ich weiß, dass es da diese Verbindung wohl gegeben hat. Das wird von vielen Israelis halt eben auch zugegeben oder eingeräumt oder auch nachgeforscht. Für mich ist es das Wichtige, zu schauen, welche Gruppen haben eine langfristige Agenda und wirken damit auf scheinbar säkulare Staatswesen. Und die Hasidim, über die ich gesprochen habe, diese okkulte Gruppe, die vornehmlich auch aus Ostjuden besteht. Diese Leute, die ursprünglich aus Russland kommen, aus der Ukraine kommen, aus Rumänien kommen, diese Leute haben ein festes Weltbild, sie haben eine feste Zielsetzung, eine feste Planung, die rückt genau ins Armageddon. Was momentan passiert, ist für sie völlig in der Planung. Sie wollen einen dritten Weltkrieg unter Einbeziehung Russlands, was in diesem Krieg vernichtet werden soll. Diese Leute haben es geschafft, die israelische Regierung zu infiltrieren. Netanyahu ist aus ihrer Schule, Lieberman ist in ihrer Schule. Die führenden Köpfe in Israel hören auf diese gefährlichen Leute. Dazu ist natürlich noch zusätzlich zu erwähnen, dass wenn, gehen wir mal diesen Fall durch, dass halt eben Israel oder Amerika den Iran angreift. Was passiert? Wie kommt es zum Dritten Weltkrieg? Das kann nur dann kommen, wenn sich Russland auf Seiten Irans stellt. Und das ist mehrfach von Medvedev angekündigt worden. Er hat mehrfach gesagt, wenn es soweit ist, wenn das passieren sollte, ist für uns das der Casus Belli, das ist der Kriegsgrund. Wir werden dann eingreifen. Und Medvedev, als er gekürt wurde, als Nachfolger von Putin, wurde von dem örtlichen Chabad Lubavitch Sektenboss in Russland, das sind die Teile der Hasiden, das ist die stärkste Teil der Hasiden, begrüßt als ihr Mann. Die haben gesagt, das ist unser Mann, das war unsere Wahl, haben sie sogar gesagt. Es ist ein offenes Gerücht, dass Medvedev jüdischer Herkunft ist, wie es bei vielen Politikern in Osteuropa so ist. Es ist nicht nur so, dass diese kleine Gruppe, diese Hasidim, auf Israel oder sagen wir mal das israelische Establishment wirken würde. Sie haben es geschafft, alle Rabbinate, Landesrabbinate, Staatsrabbinate in den verschiedenen Ländern zu unterwandern und zu kippen. Das war vor ungefähr 10 Jahren offiziell ein richtiger Skandal, weil sich viele jüdische Gemeinden respektive, ja, jüdische Gemeinden in Russland oder in Deutschland oder sonst wo, dagegen gestellt haben, von einer Sekte übernommen zu werden. Es war ganz klar, dass das untergründig versucht wurde, dass da ein Machtumsturz innerhalb der Gemeinschaften in den verschiedenen Ländern versucht wurde, und er wurde geschafft. Und das ist natürlich doppelt gefährlich, weil in diesen Gruppen ja wiederum halt eben Establishment-Vertreter sind, die sind in der Presse, die sind halt eben in den Medien, die sind halt eben in der Finanz, in der Wirtschaft, in der Politik und agieren dann, ohne überhaupt noch von Israel angesprochen werden zu müssen, auf Geheiß von diesen Endzeit-Fanatikern. Und das ist super gefährlich. Wie würdest du die Mentalität beschreiben von leitenden Figuren von diesem Denken? Wie würdest du, ist das, wie stark ist der Realitätsverlust? Oder glauben diese Leute, naja, wenn es hart auf hart kommt, dann gehen wir in unsere Bunker und lassen halt einen Haufen Biowaffen los oder Nuklearwaffen, und dann kommen wir irgendwann wieder aus den Bunkern hervor, und dann ist unsere Prophezeiung hiermit erfüllt. Ich meine, so was Ähnliches unterstellt man ja auch eigentlich
ironischerweise dem Iran oder Al-Qaida, wo auch immer sich Al-Qaida gerade befinden soll. Das heißt immer, diese Leute sind unberechenbar, sie haben ein extremes religiöses Verständnis, sie werden irgendwo eine Atombombe zünden und mehr Chaos schaffen, weil sie halt eben meinen, das wäre Teil der religiösen Vorhersehung. Also wie ist die Mentalität? Ich denke, dass diese Menschen von der Welt völlig abgewandt sind. Dass die, das ist ja doch das Beängstigende. Sie haben keine Beziehungen zu den Werten, zu den hehren Werten und auch zu den niederen materiellen Werten, die ein westlicher Mensch haben würde. Geld bedeutet für die nichts, gar nichts. Autos, nichts, gar nichts. Für sie ist das nur Einsatzmittel, um diesen Zielen näher zu kommen. Ich war in London in Synagogen von den Leuten gewesen und ich habe gestaunt, wie sie durch die Straßen gelaufen sind. Abgerissen wie Penner und offensichtlich mittellos. Aber das, die Gruppe ist nicht mittellos an sich. Und diesen Menschen interessiert nichts anderes als diesen Dienst an Gott und der Prophetie. Und sie sind bereit, dafür die Welt zu begraben, Schluss zu machen, alle Türen zuzumachen. Selbst das, dieser ultimative Fight am Ende, kann halt eben noch im Sinne ihrer Vorhersehung sein. Es muss nicht unbedingt so sein, dass es am Ende zu einem Weltstaat kommt, der dann von ihnen zentral aus Jerusalem gelenkt wird. Das steht in der Bibel drinnen, das steht auch gerade im Alten Testament. Das ist auch das, was Ben-Gurion, als er 1962 gesprochen wurde, als man sagte, was meinen Sie, was später passieren würde, auch das sah er voraus. Aber das muss nicht unbedingt das Ende der Dinge sein. Ich fürchte, dass es hinter, also in den obersten Graden dieser Okkultpriesterschaft Leute gibt, die bereit sind, zum Äußersten zu gehen und die ganze Welt abzufackeln. Weil ich fühle, oder ich sehe halt eben durch die Forschung, die ich wirklich jetzt über 20 Jahre gemacht habe oder länger noch, ich sehe da sehr, sehr starke Verbindungen in die indische Mythologie. Bhagavad Gita und das endet die... Es gibt dort halt eben eine Ansicht, dass die Welt immer wieder neu geboren wird. Dass es im Grunde eigentlich ein goldenes Zeitalter gibt, dann gibt es ein silbernes, ein bronzenes und ein schwarzes Zeitalter. Und durch diese Zeitalter, die so rotieren wie so eine Waschtrommel, marschiert die Menschheit durch. Und wir hatten das goldene Zeitalter schon und dann ist das begraben worden, dann ist die Menschheit völlig begraben worden und war zu Ende. Und dann ist ein neues Zeitalter begonnen mit einer gefalleneren, mit einer schlechteren Menschheit, die nicht mehr so hoch ausgebildet war. Und auch da war wieder Schluss und wurde völlig neu angefangen. Und dann kam halt eben der dritte Durchgang, das war dann Atlantis, also vorher Hyperborea war das erste, das goldene Zeitalter. Dann kommt Lemuria als das silberne, dann kommt in einem bronzenen Zeitalter Atlantis und jetzt kommt das schwarze Zeitalter, nachdem halt auch Atlantis untergegangen ist. Und auch wir werden untergehen. Und diese Wechsel zwischen diesen Untergehensszenarien sind immer wechselhaft zwischen einem Sintbrand und einer Sintflut. Das letzte, was wir erlebt haben in Atlantis oder angeblich erlebt hätten, nach der Mythologie zufolge, das war die Sintflut in Atlantis und jetzt kommt als nächstes der Sintbrand, der angekündigt ist. Und diese Leute sind für meine Begriffe willens und fähig, die gesamte Welt in den Tod zu schicken. Ich erinnere nur an einen Ausspruch von Martin van Krefeld, der der wichtigste Militärhistoriker ist in Israel und auch weit über Israel von Bedeutung ist, ursprünglich in Holland geboren, der gesagt hat, wenn es jetzt zu diesem Schlusskrieg kommt und Israel steht mit dem Rücken zur Wand, dann wird Israel die gesamte Welt vernichten. Und wir können das, weil wir sind nicht die 20 oder 30 stärkste Macht der Welt, wir sind eher auf den Plätzen 2 oder 3 zu finden. Was man denkt, das ist doch unmöglich. Ich meine, wie kann dieses kleine Land? Der Punkt ist dann, wenn Israel, wenn Amerika eine Waffe hat oder wenn Russland eine Waffe hat, hat es Israel am nächsten Tag. Die Möglichkeiten durch Spionage sind quasi unbegrenzt. Israel hat alle weltvernichtenden Waffen, die möglich wären, bis hin halt eben zu rassenselektiven Waffen. Sprich halt eben B-Waffen, mit denen man im Grunde eigentlich die gesamte Welt ausrotten könnte, mit Ausnahme von einer ganz, ganz klein bemessenen Schicht von Menschen, die meinetwegen ein bestimmtes jüdisches Gen haben. An sowas ist geforscht worden. Das ist der reine Rassismus, das ist verrückt, Wahnsinn, aber es hat Methode, dieser könnte jetzt live, halt eben ja, ich könnte jetzt live die Zitate rauskramen von Dick Cheney, wie er noch gemeint hat, man müsste eigentlich den Einsatz rassenspezifischer Biowaffen politisch legitimieren. Also man müsse darüber sprechen, dass es nutzbar machen, es zumindest also offen darüber reden.
Was im Geheimen produziert wird, ist ja wieder was ganz was anderes. Das war ja noch aber so. Die schaffen es, die haben die Möglichkeit dazu. Wie heißt diese Einrichtung, die Mona, oder das ist eine von den großen Einrichtungen, da hat auch Viktor Ostrowski drüber gesprochen, wo dann das heißt, da verschwinden dann Häftlinge und an denen wird rumexperimentiert und unglaublich gruselige Sachen, die eigentlich so gut fast jeder Staat eigentlich, so gut wie jeder Staat in der Geschichte schon gemacht hat. Aber ist nicht das Idealszenario für, sage ich mal, diese Leute, wäre es nicht das Idealszenario, erst möglichst alles zu unterwandern und dann, oder zumindest die Feinde zu unterwandern und das Ganze dann nach einem geordneten Plan ablaufen zu lassen, einen geordneten Krieg, dessen Ausgang man sehr genau vorherbestimmen kann. Es gibt Spekulationen, Ahmadinejad sei eigentlich, würde nur seine zugeteilte Rolle spielen. Wir wissen ja, was gelaufen ist. International hat man dann den Druck ausgeübt, dann wieder weggenommen, wieder ausgeübt auf den Iran nach der Revolution. Und Analysten sagen, man hat eigentlich mehr oder weniger alles getan, um die Hardline an die Macht zu bringen im Iran. Eigentlich genau das, was man ja denken sollte, was Israel verhindern will. Und dann heißt es, das Freimaurertum sei sehr, sehr weit vorgedrungen in den Iran, in die gesamte Region. Auch Staaten wie Jordanien, wo dann Staatschefs bekennende Hochgradmaurer sind. Und ich habe selbst mal ein bisschen reingeguckt in die Geschichte des Freimaurertums im Iran. Und klar, unter der britischen Dominanz wurden hier sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Die Muslimbruderschaft, man rekrutierte also Moslems und führte sie dann stetig an diese ganz, ganz andere, an diese ganz, ganz anderen Inhalte ran. Ist es nicht im Interesse dieser Extremisten, den Eindruck zu erwecken von Unberechenbarkeit oder fast schon Verrücktheit? Ist es nicht vielleicht eher der Plan, das Ganze so weit zu kontrollieren, bis ins Detail, so genau wie es nur irgendwie geht? Das ist natürlich im Interesse von Leuten wie den Bilderbergern und den Trilateralen und den weiten Teilen der Rothschilds, denke ich mal. Weil die haben so viel Macht schon aufgehäuft, die wollen die natürlich nicht mehr verlieren, das ist ganz sicher. Und ich denke mir mal, wenn es noch mehr sein darf, sagen die Jungs natürlich auch nicht nein. Also wenn es zu einer Weltregierung kommen kann, dann sind die auch dabei. Das streben sie ja auch an. Nur ich denke mir, dass es zwei Fraktionen gibt. Es gibt einerseits die Fraktion, die halt auf den Weltstaat zusteuert. Wir erleben ja momentan die letzten Wehen dorthin durch den Zusammenbruch, den zufälligerweise gleichzeitigen Zusammenbruch von Euro und Dollar, wo man jetzt spricht davon, dass man eine Weltwährung etablieren will. Das ist ja auch ein Weg in den Weltstaat. Man will natürlich den Schutz haben der Menschen, das ist nicht Lache. Also man hat da schon eine Agenda erfüllt mit dem, was man jetzt sieht. Der Punkt ist, es gibt aber auch eine zweite Gruppierung, die für meine Begriffe das Ende sucht, das definitive Ende. Und die, ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen, dass sie sich dann retten. Es gab mal, also das ist jetzt mal ein bisschen abstrus und versponnen, also es gab mal einen Hacker in England, der hat sich in den Kopf gesetzt, dass es UFOs gäbe und dass er das auch herausfinden könne, indem er halt einfach nur lange genug in den amerikanischen Militärnetzen rumhackt. Und der Junge war wirklich gut gewesen. Das war ein richtiger Nerd. Der Typ hat wahrscheinlich in 25 Jahren seines Lebens keine einzige Frau gesehen. Und der wollte sie auch nicht sehen. Der wollte einfach nur in den Computer gucken und was rausfinden. Und das war die Wahrheit. Und er hat sie rausgefunden. Er hat gesucht und hat tatsächlich massenweise Material gefunden, was so alles in Area 51 so rumschwebt. Und was halt eben dafür Erfindungen gemacht wurden. Er sagt, es gibt eine ganze Flotte, eine ganze Verbände, die out of area und out of earth sind, die halt einfach nicht mehr hier auf der Erde stationiert sind, sondern die halt einfach irgendwo weit, weit weg, irgendwo im Weltall stationiert sind und die dann am Ende, wenn hier unten die Türen zugeschlagen werden, das sag ich jetzt, das sag nicht der Hacker, dann abdampfen können, wenn es denn sein muss. Und das würde... Also das Moonraker, das wäre das Moonraker-Szenario. Auf der Bush rumgeritten ist. Bush hat ja gesagt, pass auf, wenn jetzt alles zu Ende geht, dann, das hatte er von seinen religiösen Einpeitschern gehabt, werden die Auserwählten 144.000 in den Himmel entrückt und aus den Wolken zugucken, wie der Rest hier unten gebraten wird. Das ist christlich-jüdisches Denken. Und das würde im Grunde eigentlich dieses Bild komplett erfüllen. Die Elite oder eine Elite rauscht halt eben ab und guckt von oben zu, wie hier unten Schluss gemacht wird. Ich glaube, dass es diese Fraktion tatsächlich gibt. Und die technischen Möglichkeiten für sie
da rauszukommen und zu überleben, ist wie gesagt vorhanden. Also der Hacker hatte diese Sachen draußen gehabt, ich habe seinen Namen gerade nicht im Kopf, aber es wurden viele Daten halt eben bekannt gegeben und die waren stichhaltig. Ja, das wäre dann das Moonraker-Szenario. Viele haben sich als, also viele Leute haben dann festgestellt, Moment mal, das erinnert doch an den Plot des James Bond Moonraker-Films und die James Bond-Drehbücher basieren ja alle auf eigentlich einem Schlüsselmitglied des britischen Geheimdienstes. Was war nochmal sein Name? Ich entfällt mir gerade. Ich werde ihn gerade auch nicht nehmen. Der James Bond Schreiber, der James Bond Erfinder, er war auch im britischen Geheimdienst und aus diesen Kreisen kam dann so dieses Drehbuch für Moonraker, wo dann diese Geheimorganisation eben auch vom Weltall aus in sicherer Entfernung betrachtet, wie die Welt dann drauf geht und dann kommen sie zurück und herrschen über die Welt. Also ein Szenario wie aus dem Film Dr. Seltsam von Stanley Kubrick, wo sich dann am Ende dann die Mächtigen der Mächtigen am runden Tisch treffen, also sowohl die Sowjets als auch die Amerikaner und dann so dieser Alt-Nazi Dr. Seltsam, den die Amerikaner angeheuert haben, so Operation Paperclip, Operation Dustbin mäßig und diese Verrückten machen sich dann, gewöhnen sich an den Gedanken, in die Bunker zu gehen, während die Doomsday-Maschinerie, dieser automatisierte militärische Prozess alle Menschen vernichtet und man scherzt dann darüber, dass ein Mann, also ein Politiker oder ein Staatsfunktionär, dass er dann 10 Frauen haben muss, um dann hinterher die Weltbevölkerung, die Population wiederherzustellen, möglichst schnell. Also das, was Kubrick damals verarbeitet hat, sollte ursprünglich gar keine Komödie werden. Das wissen auch nicht unbedingt alle, die den Film gesehen haben. Es sollte ja nicht gar keine Komödie werden, sondern ein ganz ernster Film. Also im Kalten Krieg, die automatisierten Mechanismen uns alle in den Untergang reißen, wurde eine schwarze Komödie draus. Nichtsdestotrotz sind diese Vorstellungen real. Wie könnte das eskalieren, Wolfgang Eggert? Also, wie wir gesehen haben in der israelischen Presse, 80% der Israelis befürchten, dass der Krieg sich ausweite, die Hamas kommt noch mit ins Spiel und andere Gruppen und dann brennt es an allen Ecken und Enden. Wie könnte das eskalieren? Dafür brauchst du im Grunde eigentlich jetzt nur einen Anschlag. Einen großen Anschlag, wo an der Bombe am besten noch ein Zettelchen dranhängt, schöne Grüße aus Teheran. Und das ist nichts anderes als eine Wiederholung des 11. September. Und das wird für meine Begriffe leider kommen, weil die entsprechenden Gruppen in Israel und Amerika jetzt praktisch den Anlass brauchen für den kommenden Krieg. Und entsprechende Spuren werden gelegt werden und man hat gerade durch die Presse jetzt in letzter Zeit diesen Anschlag auch schon vorgekaut, dass man ihn dann auch in dem Moment, wenn er passiert, auch entsprechend verstehen kann. Also unsere Presse hier in Deutschland hat geschrieben, wann ist Berlin dran und wie wird so ein Anschlag aussehen und sind die ersten Gruppen schon eingeflossen und man habe schon entsprechende von Sicherheitskreisen verbriefte News bekommen, dass bestimmte Gruppen diesen Anschlag jetzt planen würden mit einer schmutzigen Atombombe und ähnlichem. Schmutzige Atombombe ist natürlich eine ganz tolle Nummer, weil man hat dann auch die thematische Schließung des Kreises, weil es geht ja nun um Atomwaffen, die aus Mittelost kommen, aus Iran kommen. Und dann wird sich halt eben die NATO sofort zurechtfinden und sagen, okay, wir greifen an. Und in dem Moment wird dann Iran gegen Israel vorgehen und die Frage, wie verhält sich Russland, kann ich dann auch ein Statement machen und sagen, okay, wir bis hierher und nicht weiter. Das weiß Amerika auch, dass es dann halt eben mit Russland zu rechnen hat. Die letzten Manöver, die gefahren wurden, gerade hier in Deutschland und in Osteuropa, bereiten sich auf einen Krieg. Ist Russland nicht genannt worden, aber es ist halt eben gegen Russland zielend, diese Manöver, gegen einen entwickelten Feind vor, mit dem man auch halt eben sich am Boden zu messen haben wird. Ich denke, wir sind genau in dieser Lage. Die Frage ist nur, wenn der Iran sich wehren wird und halt eben auf Israel losgeht, wie stark ist Israel dann bedroht und wie stark steht es wirklich mit dem Rücken zur Wand? Wie stark wird ihm geholfen werden aus dem Westen? Es kann sein, dass der Westen gerade in Europa dann zurückschreckt, dass halt eben die NATO-Staaten in Europa sagen, wir sind von Iran und von Russland gefährdet und wir wollen uns da nicht einmischen. Und dann kommt halt eben das, was Martin von Krefeld gesagt hat, ins Spiel. Dann wird Israel mit den Waffen des jüngsten Gerichts, Entschuldigung,
mit den Waffen des jüngsten Gerichts, so heißt es bei denen, mit den Tempelwaffen, den Endzeitwaffen, gegen die Welt durchschlagen. Und es gibt in Israel eine Militärdoktrin, eine von zwei oder drei Doktrinen, die beschreiben, was passiert, wenn wir mit der staatlichen Auflösung in einem Krieg bedroht sind. Und diese Doktrin heißt die Samson-Doktrin, ist auch wieder ein biblischer Name, kommt aus einer biblischen Mythologie heraus. Die Samson-Doktrin sagt, in dem Moment, wenn das passiert, vernichten wir die Welt. Das hat im Grunde eigentlich Martin van Krefeld unverschlüsselt der Welt dargetan, aber diese Doktrin ist jetzt existent. Ja, die Waffensysteme haben ja alle so Namen wie Jericho, also Jericho und so weiter und so fort. Also wirklich äußerst gruselig. Dann sehen wir hier ein Werk, die geplanten Seuchen, AIDS, SARS und die militärische Genforschung. Auch von dir, Wolfgang Eggert. Ist das ein aktuelles Buch? Ist das neu oder ist das schon älter? Das ist aus dem Jahr 2003. Da habe ich im Grunde eigentlich zusammengefasst, was bis dahin alles an Informationen vorlag über die Theorie, dass AIDS aus einem Genwaffenprojekt heraus entstanden ist. Und es gibt sehr, sehr viele Dokumente, die betroffen machen und die es als sehr, sehr plausibel und wahrscheinlich erscheinen lassen, dass AIDS Teil eines solchen Projekts gewesen ist. Ich glaube, 1969 gab es ein Hearing vom Kongress, wo führende Biwaffenforscher eingeladen worden sind und die hatten es da mit Politikern zu tun und da gab es ein Gespräch zwischen diesen beiden Parteien und die Politiker haben gesagt, können wir unter Umständen was Neues herstellen, was habt ihr noch so alles auf der Pfanne? Und die haben gesagt, ja, wir könnten jetzt eigentlich in die Gentechnik, das ist was ganz Neues und dann sagten die Politiker, sind wir da drin, was können wir machen? Und die anderen sagten, nee, wir sind noch nicht so richtig dran, wir hätten halt eben eine Möglichkeit, eine Waffe oder respektive eine Krankheit zu entwickeln, die noch gar nicht da ist. Wir können eine völlig neue Krankheit schaffen, gegen die jegliche Immunabwehr nicht mehr funktioniert. Wir legen die Immunabwehr an sich lahm. Und sie beschreiben letztendlich das AIDS-Virus. Und die Politiker fragen, wie lange braucht ihr für sowas? Und dann sagten die 10 Jahre. Und dann sagen die Politiker, braucht ihr Geld? Wie viel Geld braucht ihr dafür? Und dann sagten die also ein paar Millionen. Und dann wurde gefragt, dann warum fangt ihr nicht an? Und dann sagten sie, ja, wir haben das Geld noch nicht. Dann wurde das Geld bewilligt. Und dann wurde in Fort Detrick, welches das Biwaffenforschungszentrum in Amerika gewesen ist, diese Forschung in Angriff genommen. Und interessanterweise die Leute wie Robert Gallo, die dann hinterher das AIDS-Virus gefunden haben, waren in diese Entwicklungsprozesse eingebunden. Und wenn man diese 10 Jahre genau überblickt, dann stellt man fest, dass es da eine bruchlose Entwicklung bis zum Auftauchen des AIDS-Virus gegeben hat, wo die ganze Zeit die Genforschung involviert gewesen ist. Unglaublich. Naja, ich meine, die Geschichte des 20. Jahrhunderts sollte, denke ich, den Leuten demonstriert haben, wozu Regierungen in der Lage sind. Jetzt, was mich noch ganz brennend interessiert, deine Meinung zu einem Thema, das mit all dem hier zusammenhängt. Wir haben hier in den letzten Jahren den Aufstieg gesehen der neuen Rechten in Europa, heißt es. Also das sind dann Organisationen, Parteien, bestimmte Führungsfiguren und es geht hier um die Key Player. Man sagt, das ist die neue Rechte. Sie sei jetzt, sie würde schon rekrutieren aus allen möglichen Rechten oder konservativen Kreisen. Aber was wir immer wieder erkennen, ist dieser starke Bezug zu Israel. Geert Wilders, Brinkmann und so weiter. Also ein Haufen Leute, die also und auch Kreise, wo man eigentlich normalerweise, die normalerweise immer verschrien waren als Neonazis und jetzt heißt es halt eben, naja, aus Israel, wir wollen mal nicht so sein, die Typen lernen auch dazu, jetzt sind sie halt eben pro Israel, das neue Feindbild ist der Islam und es gibt ja diese Achse zwischen der europäischen Rechten und Israel und Amerika und außerdem die wir dann gesehen haben an dem norwegischen Terrorakt, diesem norwegischen Massaker um Anders Behring Breivik, er selbst Freimaurer, spricht von einem neuen Templerorden und er sagt dann eben auch, man müsse eben diese Organisationen nach vorne bringen, Europa ethnisch säubern. Hast du das verfolgt und was denkst du, hat es auf sich mit dieser sogenannten neuen Rechten? Also ich denke mal, dass dieses Bündnis eigentlich logisch ist, weil der Gegner ist der gleiche. Der Gegner ist das Muslimentum, der Islam,
arabischstämmige Menschen, die Europa fluten. Und irgendwann ist der Bevölkerungsprozess an eine Ebene gekommen, wo die Regierungen dann diesen Massen natürlich auch Rechnung zu tragen haben und ihre Politik entsprechend ausrichten. Und das kann natürlich nicht im israelischen Interesse sein. Also Israel möchte eine eindeutig israelische, unipolar israelische Politik haben von den europäischen Regierungen. Aber in dem Moment, wenn halt eben in England der erstgewählte Name jedes neugeborenen Mohammed ist und nicht John, da beginnt dann natürlich ein neues Volk sich zu bilden, was ganz eigene politische Vorstellungen hat. Und das ist dann die Frage der Zeit, wann der erste islamische Staatschef in Israel, in England oder in Frankreich sein wird. Und daran hat Israel kein Interesse und daran haben natürlich auch die Neonazis kein Interesse. Die wollen halt eben einen reinen Volkskörper haben. Es ist im Grunde eigentlich eine Wiederauflebung einer Kumpanei, die es während der Nazizeit schon gegeben hat, in ein bisschen anderen Vorzeichen. Damals war es so, dass die Zionisten als Vorgänger des israelitischen Staates die Juden aus Europa raushaben wollte, damit sie halt eben nach Israel gingen. Und die Nazis wollten es genauso, die wollten sie auch aus Europa raushaben. Also hat man sich die Hände gereicht. Ja, noch, das ist eigentlich Mainstream History. Es ist bloß den wenigsten Leuten bekannt. Was wir gerade einblenden, ist ein Artikel von dir, den wir auf Infokrieg gepostet hatten. Wir hatten ihn gepostet am 29. August 2011. Mordmotiv Israel Liebe. Und wir sehen hier Anders Behring Breivik in seiner Zeremonialuniform, hier auch mit dem Malteserkreuz, Templerkreuze, Orden. Die Frage ist, hat er sich das irgendwie auf eBay zusammengekauft? Hier auch Totenkopfsymbolik, das Rote Kreuz, Templersymbolik. Und du schreibst halt eben über die polizeiliche Totalabschirmung des Einzeltäters von Norwegen. Auch Breivik hatte ja diese seltsame Argumentation, man muss gar nicht kompliziert denken, meinte er, man muss bloß alles Mögliche kaputtschlagen und dann würde sich und halt möglichst die Moslems den Köpfe einschlagen und dann wird sich bis zum Jahr 2083 alles zum Guten wenden. Was glaubst du, wie gehen die israelischen Staatsorgane vor, wie gehen die Geheimdienste vor? Wie schwierig ist es für die Israelis, Leute zu finden, die dann vielleicht später auftauchen als neue europäische Rechte? Oder sind das Zweckbündnisse? Wie stellst du dir das vor? Ja, zunächst mal sind es natürlich Zweckbündnisse. Also die beiden Seiten mögen sich ja, je weiter die Rechte eine echte Rechte ist, und die Israelis, die können sich natürlich nicht miteinander mögen vor den ganzen historischen Hintergründen. Also ein echter Nazi kann natürlich Israel nicht mögen. Und die Israelis natürlich auch nicht einen echten Nazi, aber die Ziele sind teilweise die gleichen. Und von daher kann man ja ein Stück weg zusammen marschieren. Was Breivik anbelangt, in Norwegen gibt es einen interessanten Hintergrund, der deinen oder vielen von deinen Lesern und Zuhörern natürlich bekannt ist inzwischen. Ich sage es trotzdem nochmal. Breivik hat in dem Moment angegriffen, als Norwegen komplett gegen Israel stand. Es gibt jetzt diese Abstimmung, ob halt die Palästinenser in die UNO aufgenommen werden sollen als Vollmitglied. Und das ist eine Affäre, die dauert nun schon Monate, viele, viele Monate, wo das angebahnt wurde und wo immer wieder von Amerika gebremst wurde und von Israel gebremst wurde und auch von vielen europäischen Staaten. Und die Norweger waren die ersten und einzigen in Europa, die ganz klar gesagt haben, wir stehen hinter der Vollmitgliedschaft Palästinas in der UNO. Und uns ist vollkommen egal, was halt eben andere Mächte und NATO-Strukturen oder Amerikaner sagen. Wir werden das durchsetzen für uns. Und die haben dann auch die palästinensische Regierung eingeladen nach Oslo und haben dort Pressekonferenzen gegeben und waren sehr, sehr offensiv, das zu unterstützen, dass sie so weit kommen in der UNO. Und ausgerechnet in dem Moment wurde die norwegische Regierung angegriffen, kurz vor den Abstimmungen, die jetzt gerade die UNESCO erreicht haben. Wir haben ja gesehen, wie Israel und Amerika empfindlich darauf reagiert haben, dass Palästina in die UNESCO aufgenommen worden ist. Und die UNO-Abstimmung steht kurz bevor. Damals ist der norwegische Außenminister bekanntlich nach Utøya gegangen, diese Insel, wo es diesen furchtbaren Anschlag gegen die Jugendlichen gegeben hat.
und hat sich dort mit der Jugendbewegung seiner Partei gegründet. Und die Jugendbewegung hat dort ein Meeting gehabt, ein Lager, wo halt eben politische Fragen besprochen wurden. Und die Hauptfrage, die dort besprochen wurde, die über allem stand, das war die Palästina-Israel-Frage. Überall auf der Insel hingen große Plakate Boycott Israel. Und 24 Stunden nachher hing da gar nichts mehr. Da waren die Menschen tot. Also im Grunde war es, wenn man jetzt sagen würde, es war eine Strafaktion von Israel, was man in einigen Blogs sogar lesen konnte, israelischen Blogs, die dann gesagt haben, ja, ist doch wunderbar, was passiert ist, da hast du die Richtigen getroffen. Da zähle ich natürlich auch zwei und zwei zusammen und frage mich, hat der Mann nicht unter Umständen im Auftrag gehandelt? Im Interesse auf jeden Fall. Ja, sehr, 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 sehr bizarre Aktion. Ich hatte ja auch einen Vortrag gehalten bei der Inside 9/11-Konferenz. Und es ist Zeit, dass die Leute aufwachen, es ist Zeit, dass die Leute erwachsen werden, es ist Zeit, dass die Leute aufhören zu vertreten. Sein darf, sagen die Jungs natürlich auch nicht nein. Also wenn es zu einer Weltregierung kommen kann, dann sind die auch dabei. Das streben sie ja auch an. Nur ich denke mir, dass es zwei Fraktionen gibt. Es gibt einerseits die Fraktion, die halt auf den Weltstaat zusteuert. Wir erleben ja momentan die letzten Wehen dorthin durch den Zusammenbruch, durch den zufälligerweise gleichzeitigen Zusammenbruch von Euro und Dollar, wo man halt spricht davon, dass man eine Weltwährung etablieren will. Das ist ja auch ein Weg in den Weltstaat. Man will natürlich den Schutz haben der Menschen, dass ich nicht lache. Also man hat da schon eine Agenda erfüllt mit dem, was man jetzt sieht. Der Punkt ist, es gibt aber auch eine zweite Gruppierung, die für meine Begriffe das Ende sucht, das definitive Ende. Und die, ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen, dass sie sich dann retten. Es gab mal, also das ist jetzt mal ein bisschen abstrus und versponnen, also es gab mal einen Hacker in England, der hat sich in den Kopf gesetzt, dass es UFOs gäbe und dass er das auch herausfinden könne, indem er halt einfach nur lange genug in den amerikanischen Militärnetzen rumhackt. Und der Junge war wirklich gut gewesen. Das war ein richtiger Nerd. Der Typ hat wahrscheinlich in 25 Jahren seines Lebens keine einzige Frau gesehen. Und der wollte sie auch nicht sehen. Der wollte einfach nur in den Computer gucken und was rausfinden. Und zwar die Wahrheit. Und er hat sie rausgefunden. Er hat gesucht und hat tatsächlich massenweise Material gefunden, was so alles in Area 51 so rumschwebt. Und was halt eben da für Erfindungen gemacht wurden. Er sagt, es gibt eine ganze Flotte, eine ganze Verbände, die out of area und out of earth sind, die halt einfach nicht mehr hier auf der Erde stationiert sind, sondern die halt einfach irgendwo weit, weit weg, irgendwo im Weltall stationiert sind und die dann am Ende, wenn hier unten die Türen zugeschlagen werden, das sag ich jetzt, das sagt nicht der Hacker, dann abdampfen können, wenn es denn sein muss. Und das würde... Also das Moonraker, das wäre das Moonraker-Szenario. Auf der Bush rumgeritten ist. Bush hat ja gesagt, pass auf, wenn jetzt alles zu Ende geht, dann, das hatte er von seinen religiösen Einpeitschern gehabt, werden die Auserwählten 144.000 in den Himmel entrückt und aus den Wolken zugucken, wie der Rest hier unten gebraten wird. Das ist christlich-jüdisches Denken. Und das würde im Grunde eigentlich dieses Bild komplett erfüllen. Die Elite oder eine Elite rauscht halt eben ab und guckt von oben zu, wie hier unten Schluss gemacht wird. Ich glaube, dass es diese Fraktion tatsächlich gibt. Und die technischen Möglichkeiten für sie, da rauszukommen und zu überleben, ist, wie gesagt, vorhanden. Also der Hacker hatte diese Sachen draußen gehabt, ich habe seinen Namen gerade nicht im Kopf, aber es wurden viele Daten halt eben bekannt gegeben und die waren stichhaltig. Ja, das wäre dann das Moonraker-Szenario. Viele haben sich als, also viele Leute haben dann festgestellt, Moment mal, das erinnert doch an den Plot des James Bond Moonraker-Films und die James-Bond-Drehbücher basieren ja alle auf eigentlich einem Schlüsselmitglied des britischen Geheimdienstes. Was war nochmal sein Name? Ich entfällt mir gerade. Ich werde ihn gerade auch nicht nehmen. Der James Bond... Verteilungsstrukturen innerhalb der obersten Machtelite, der freimaurischen Machtelite ist, der gesagt hat, wir werden eine Weltregierung bekommen, ob ihr sie wollen oder nicht. Und wenn ihr das nicht wollt, dann werdet ihr es halt eben durch Krieg bekommen. 1962/63 wurde Ben-Gurion gefragt, was in Ihren Augen, Herr Ben-Gurion, passiert denn in 30, 40 Jahren, wie stellen Sie sich die Welt vor? Und er beschrieb die Welt, wie sie ist. Es ist unfassbar. Er sagte halt einfach, es wird die Sowjetunion ein Konstrukt der Vergangenheit sein. Es wird sich dort halt eben der Kapitalismus heranbilden. Er sieht die Mauer fallen, er sieht halt eben Deutschland ganz neu und er sagt halt eben, die Sowjetunion wird halt eben blau werden, respektive kapitalistisch, und Amerika wird rot werden, sprich halt eben sozialistisch. Das ist das, was wir momentan erleben. Das hat er natürlich aus seiner biblischen Prophetie hergeleitet. Und er kannte natürlich auch die Leute, die das umsetzen würden.
Jetzt sehen wir hier verschiedene Nachrichtenmeldungen. Es gab, man nannte es ja weitaus mehr als nur Säbelrasseln. Man sprach hier eben von extremen Vorbereitungen und äußerst starken Drohungen. Was wir hier gerade einblenden, ist wieder mal die britische Presse. Also verschiedene Stimmen. Hier schreibt Richard Norton Taylor, ein Angriff auf den Iran wäre ein Desaster. Wir müssten mit diesen Leuten reden und verhandeln. Dann steht hier eine weitere Story. Eine Zeitung aus Kuwait behauptet, Benjamin Netanyahu würde eine Verschwörung in seinem eigenen Haus wittern. Die ehemaligen Führer des Mossad und des Shin Bet hätten Angriffspläne an die Öffentlichkeit durchsickern lassen, in der Absicht eben den Angriff auf den Iran zu verhindern. Also das ist auch so eine Geschichte, die sich da entwickelt. Man spricht hier von Meir Dagan, also eines der Urgesteine Israels und der Dagan-Dienste, und Yuval Diskin, also ehemalige. Das heißt hier also, der Grund dieses Durchsickerns, des bewussten Durchsickerns, der Grund war, man wollte einen Angriff verhindern. Dann gibt es aber auch wieder mal völlig gegensätzliche Stimmen, wie den Artikel, den wir schon gezeigt haben, also mit diesem sehr, sehr bedeutsamen Foto, das schaut aus wie ein Malteserkreuz. Wir sehen es leider nicht komplett, weil das Bild beschnitten ist mit Bush und seinem Kopf in der Mitte. Iran, also der verdeckte Krieg hat nicht funktioniert, heißt es hier auch im London Guardian. Der verdeckte Krieg muss jetzt endlich über den Haufen geworfen werden. Wir brauchen endlich einen richtigen Krieg. Der Iran droht zurück, und hier heißt es in der israelischen Presse, Haaretz. Und im gleichen Moment muss Obama gemerkt haben, was er dort gebaut hatte, was für ein Mist er gebaut hatte, und musste sich ganz schnell entscheiden, wie er praktisch wieder die Öffentlichkeit hinter seine Seite bekommt, respektive die Presse. Die Presse macht die Öffentlichkeit, ja. Die Öffentlichkeit hat das noch gar nicht so richtig begriffen gehabt, die Presse hätte aber was draus gemacht, und Obama hat innerhalb von 24 Stunden dann Osama Bin Laden aus dem Hut gezogen, der schon lange tot gewesen ist, wahrscheinlich seit 2001. Und er ist dann halt eben aufgetrumpft und hat gesagt, wir haben ihn gefangen. Natürlich hatten sie ihn nicht gefangen, natürlich hatten sie ihn nicht erschossen, deswegen mussten sie ihn auch versenken, damit halt eben der Öffentlichkeit nicht noch ein Leichnam präsentiert werden musste. Aber damit war er erstmal aus der Schusslinie. Die Pressionen gingen natürlich weiter in Amerika. Und ein neuer Höhepunkt der Pressionen sind halt eben die Vorfälle, die jetzt gerade sich ereignet haben in Amerika, wo es angeblich einen Anschlag geben sollte. Amerika, das offizielle Amerika ist überzeugt davon, also die höheren Faktoren in der Regierung sind überzeugt davon, dass dieser Plan mit dem Iran zu tun habe, was Unfug ist. Also führende CIA-Leute selbst sagen das, Ray McGovern beispielsweise, der die ganzen Briefings gemacht hat, die letzten Präsidenten, sagt, es ist einfach Unfug, diese Sache kommt aus Israel wahrscheinlich. So, und der Punkt ist nun der, dass die offizielle amerikanische Regierung sagt, wir müssen das tun. Und Europa bremst noch momentan, also gerade Deutschland bremst. Und das gibt mir ein bisschen Angst über die Möglichkeit eines nachfolgenden nächsten Anschlags, weil man muss natürlich die Bremse irgendwo lösen. Und man löst natürlich diese Bremse an einem Ort des größten Widerstandes, also in Deutschland. Und der nächste Anschlag, der muss ein richtiger Anschlag sein. Das kann nicht wieder ein Unterhosenbomber sein, oder das kann auch nicht ein gescheiterter Anschlag sein, der über die Drogenmafia gelaufen ist. Das muss ein richtiger Knall sein. Und wenn das passieren würde, würde das ist der Witz dabei, das ist ein schlechter Witz, aber es ist einer, genau die Prophetie wieder dieser Hasidim erfüllen, dass nach Manhattan Berlin kommt als nächstes. Der Punkt ist, am Ende gewinnen letztendlich die Hasidim und am Ende verlieren die Völker und vor allen Dingen Israel. Das darf man nicht vergessen. Denn in dem Moment, wenn es zum Krieg kommt, egal wer angreift, ob es die Israelis sind oder ob es die Amerikaner sind oder ob es die NATO ist, der Iran hat keine Langstreckenraketen. Und die Amerikaner haben ein Schutzschild. Sie sind unangreifbar. Der Iran wird, haste was kannste, alles, was sie haben, über Israel abladen. Das sind ABC-Waffen. Also A-Waffen ist nicht hundertprozentig sicher, aber sie wären dumm, wenn sie keine hätten. Sie hätten sie einkaufen können vor 20 Jahren schon in Russland. Und dann wird Israel brennen. Und deswegen denke ich mir, dass es eine Opposition in Israel gibt, natürlich gerade von den einfachen Leuten, die mit ihrem Leben bedroht sind. Und die... Was man auch immer wieder gesehen hat, sind verschiedene Denkweisen, auch in dieser etwas in dieser versnobten Elite, die es in jedem Land gibt. Ich meine, was hat uns Viktor Ostrowski gezeigt, der berühmte Whistleblower aus dem israelischen Mossad?
wo er dann eben, also er wird ausgewählt, der junge Ostrowski. Er war nicht bedroht. Es gab keinen Antisemitismus. Natürlich, irgendwann fallen irgendwo immer irgendwelche Grabsteine um und irgendwelche besoffenen Skinheads bringen sowas immer fertig. Das ist natürlich richtig, aber es gab sowas nicht im großen Ausmaße. Und in dem Moment, als Sharon es gesagt hatte und Chirac sich beschwerte und sagt, hier ist nichts, eine Woche später war die größte antisemitische Aktion quer über Frankreich. Man hat herausgefunden, wer dahinter gesteckt hat, immer wieder. Ich sage nicht immer, aber immer wieder. Man hat nicht alle Fälle klären können, aber man konnte einige Fälle klären und es waren Zionisten gewesen. Naja, psychologische Kriegsführer, Teams. Warte, Sekunde, ich muss noch ganz kurz, lass mich noch ganz kurz bitte. Es ist ganz einfach so gewesen, die Juden, die halt eben von Sharon gerufen wurden, die sind natürlich nicht gekommen, die haben gesagt, was will denn der? Sind wir denn verrückt, wir wohnen hier an der Champs-Élysées oder in Südfrankreich, wo andere Urlaub machen, warum sollen wir denn nach Israel gehen? Sind wir denn verrückt, viel zu heiß da unten und ist halt eben von Terror bedroht. Aber in dem Moment, als dann der Terror kam, haben diese Leute sich bedroht gesehen in Frankreich und haben, was? Ihre Koffer gepackt und sind nach Israel gekommen. Das ist Machiavellismus, so funktioniert die Welt. Das ist Zionismus auch. Kann Zionismus sein. Aber es ist auf jeden Fall der radikale Zionismus um den Likud-Block. Unglaublich. Wenn man jetzt hier die Historie anguckt, hier ist vielleicht ein Buch zu nennen, Shlomo Sand, die Erfindung des jüdischen Volkes, Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand. Der Autor ist Israeli und er sagt dann, nichts, was er in diesem Buch reingepackt hat, keine der Informationen, war in dem Sinne neu. Das war den Establishment-Historikern bekannt, es wurde halt bloß nicht sonderlich großartig besprochen. Und auch diese ganzen Widersprüche in der Selbstdarstellung, also man merkt hier auch die Historiker haben hier einen ganz klaren politischen Auftrag, keinen wissenschaftlichen Auftrag. Wir haben hier, ich kann hier ein Beispiel nennen. Das ist diese Diskussion um, wie du es schon gemeint hast, es gab so viele Stellen, an denen dann Leute sich aus taktischen Gründen entschieden haben, das Judentum anzunehmen. Oder es gab diese Vermischungen und man hatte dann eben solche Geschichten wie die Khazaren, das Khazarenreich. Und dann jetzt brennt hier ein Streit der Historiker. Die einen sagen, nun ja, die Khazaren haben sich aus taktischen Gründen einfach zum Judentum entschlossen, weil man wollte sich nicht dem Islam unterwerfen, sich also den fremden Ländern unterwerfen, den fremden Herrscher. Man wollte auch nicht sich den Christen angliedern, sondern man sagte einfach, was bleibt übrig? Die einzige monotheistische Religion, die noch übrig ist, die Auflagen erfüllt. Und hier ist ein Beispiel, ein Mann namens Poliak, und er schrieb halt eben dann auch über das, die 60% der Israelis glauben, ein Angriff auf den Iran führt auch zu einem Krieg mit der Hamas und der Hezbollah. Also das soll heißen, mehr oder weniger, ein Großteil der Israelis fürchtet sich vor einem Krieg, der einfach viel zu groß ist. Was ist deine Ansicht? Trauen, ist das jetzt Säbelrasseln, wie auch die internationale Presse vermutet? Will man hier politisch einfach vorankommen? Worauf warten bestimmte Kreise, um halt eben den Rest des Landes zu packen und schreiend und tretend mit in diesen Krieg hineinzuziehen? Also es ist mit Sicherheit kein Säbelrasseln. Es ist das Programm, den Iran anzugreifen, mindestens 10 Jahre alt. Also Netanyahu, Sharon hatten das immer gefordert gehabt. Also das ist nichts Neues. Man versucht auch seitens Israel Amerika die ganze Zeit ins Kriegsboot zu ziehen, damit man nicht selber angreifen muss, dass es jemand für sie übernimmt. Das hat Israel schon mehrfach geschafft, wenn Amerika Krieg geführt hat, wie Irak. Der Punkt ist, es hat nicht gefruchtet. Es hat selbst gegenüber Bush, der eigentlich sehr willfähig gewesen ist, nicht geklappt, einfach weil Bush zu viel um die Ohren hatte. Der hatte zu viele Kriege zu führen und konnte nicht halt eben nebenbei nochmal Teheran knacken. Und das ist zurückgestellt. Und dann hat halt eben Israel weitergearbeitet an Obama. Obama hat sich verweigert und bekam den Druck aber dann halt eben durch die Israel-Lobby zu spüren. Das waren teilweise Machinationen, die aus Wall Street kamen, wo halt eben das israelische oder israelitische Element relativ stark ist. Und über die Presse. Das ging so weit, dass halt die Börse-Affäre, wo es geheißen hat, Obama hat ja eigentlich gar keine Berechtigung, Präsident zu sein, weil er nicht in Amerika geboren sei, es gäbe da entsprechende Dokumente, aus den Blogs
in die Mainstream-Presse langsam übergeschwappt ist. Sodass halt eben dann auch Obama im Fernsehen gefragt wurde von den Journalisten, hören Sie, lassen Sie doch einfach mal Ihre Geburtsurkunden raus, schicken Sie die einfach mal in die Öffentlichkeit und dann ist die ganze Thematik über den Tisch, dann haben wir das hinter uns. Und da war er natürlich gezwungen, etwas zu tun, hat halt eben die Papiere in die Öffentlichkeit gebracht und die waren dummerweise halt eben manipuliert. Wie man so dumm sein kann, weiß ich nicht, aber es wurde dran gearbeitet, das war offenkundig. Und damit stand er dann wirklich in der Kritik. Und im gleichen Moment muss Obama gemerkt haben, was er dort gebaut hatte, was für ein Mist er gebaut hatte, und musste sich ganz schnell entscheiden, wie er praktisch wieder die Öffentlichkeit hinter seine Seite bekommt, respektive die Presse. Die Presse macht die Öffentlichkeit, ja. Die Öffentlichkeit hat das noch gar nicht so richtig begriffen gehabt. Die Presse hätte aber was draus gemacht. Und Obama hat innerhalb von 24 Stunden dann Osama Bin Laden aus dem Hut gezogen, der schon lange tot gewesen ist, wahrscheinlich seit 2001. Und er ist dann halt eben aufgetrumpft und hat gesagt, wir haben ihn gefangen. Natürlich hatten sie ihn nicht gefangen, natürlich hatten sie ihn nicht erschossen, deswegen mussten sie auch versenken, damit halt eben der Öffentlichkeit nicht noch ein Leichnam präsentiert werden muss. Und wie stark steht es wirklich mit dem Rücken zur Wand? Wie stark wird ihm geholfen werden aus dem Westen? Es kann sein, dass Israel, dass der Westen gerade in Europa dann zurückschreckt. Dass halt eben die NATO-Staaten in Europa sagen, wir sind von Iran und von Russland gefährdet und wir wollen uns da nicht einmischen. Und dann kommt halt eben das, was Martin von Krefeld gesagt hat, ins Spiel. Dann wird Israel mit den Waffen des jüngsten Gerichts, Entschuldigung, mit den Waffen des jüngsten Gerichts, so heißt es bei denen, mit den Tempelwaffen, den Endzeitwaffen, gegen die Welt losschlagen. Und es gibt in Israel eine Militärdoktrin, eine von zwei oder drei Doktrinen, die beschreiben, was passiert, wenn wir mit der staatlichen Auflösung in einem Krieg bedroht sind. Und diese Doktrin heißt die Samson-Doktrin, ist auch wieder ein biblischer Name, kommt aus einer biblischen Mythologie heraus. Die Samson-Doktrin sagt, in dem Moment, wenn das passiert, vernichten wir die Welt. Das hat im Grunde eigentlich Martin van Krefeld unverschlüsselt der Welt dargetan, aber diese Doktrin ist jetzt existent. Ja, die Waffensysteme haben ja alle so Namen wie Jericho, also Jericho und so weiter und so fort. Also wirklich äußerst, äußerst gruselig. Dann sehen wir hier ein Werk, die geplanten Seuchen, AIDS, SARS und die militärische Genforschung, auch von dir, Wolfgang Eggert. Ist das ein aktuelles Buch, ist das neu oder ist das schon älter? Das ist aus dem Jahr 2003. Da habe ich im Grunde eigentlich zusammengefasst, was bis dahin alles an Informationen vorlag über die Theorie, dass AIDS aus einem Genwaffenprojekt heraus entstanden ist. Und es gibt sehr, sehr viele Dokumente, die betroffen machen und die es als sehr, sehr plausibel und wahrscheinlich erscheinen lassen, dass AIDS Teil eines solchen Projekts gewesen ist. Ich glaube, 1969 gab es ein Hearing vom Kongress, wo führende Biwaffenforscher eingeladen worden sind und die hatten es da mit Politikern zu tun und da gab es ein Gespräch zwischen diesen beiden Parteien und die Politiker haben gesagt, können wir unter Umständen was Neues herstellen, was habt ihr noch so alles auf der Pfanne? Und die haben gesagt, ja, wir könnten jetzt eigentlich in die Gentechnik, das ist was ganz Neues und dann sagten die Politiker, sind wir da drin, was können wir machen? Und die anderen sagten, nee, wir sind noch nicht so richtig dran, wir hätten halt eben eine Möglichkeit, eine Waffe oder respektive eine Krankheit zu entwickeln, die noch gar nicht da ist. Wir können eine völlig neue Krankheit schaffen, gegen die jegliche Immunabwehr nicht mehr funktioniert. Wir legen die Immunabwehr an sich lahm. Und sie beschreiben letztendlich das AIDS-Virus. Und die Politiker fragen, wie lange braucht ihr für sowas? Und dann sagten die 10 Jahre. Und dann sagen die Politiker, braucht ihr Geld? Wie viel Geld braucht ihr dafür? Und dann sagten die also ein paar Millionen. Und dann wurde gefragt, dann warum fangt ihr nicht an? Und dann sagten sie, ja, wir haben das Geld noch nicht. Dann wurde das Geld bewilligt. Und dann wurde in Fort Detrick, welches das Biwaffenforschungszentrum in Amerika gewesen ist, diese Forschung in Angriff genommen. Und interessanterweise die Leute wie Robert Gallo, die dann hinterher das AIDS-Virus gefunden haben, waren in diese Entwicklungsprozesse eingebunden. Und wenn man diese 10 Jahre genau überblickt, dann stellt man fest, dass es da eine bruchlose Entwicklung bis zum Auftauchen des AIDS-Virus gegeben hat, wo die ganze Zeit die Genforschung involviert gewesen ist. Unglaublich. Naja, ich meine, die Geschichte des 20. Jahrhunderts sollte, denke ich, den Leuten demonstriert haben, wozu Regierungen in der Lage sind. Jetzt, was mich noch ganz brennend interessiert, deine Meinung zu einem Thema, das mit all dem hier zusammenhängt. Wir haben hier
in den letzten Jahren den Aufstieg gesehen der neuen Rechten in Europa, heißt es. Also das sind dann Organisationen, Parteien, bestimmte Führungsfiguren und es geht hier um die Key Player. Man sagt, das ist die neue Rechte, sie sei jetzt, sie würde schon rekrutieren aus allen möglichen Rechten oder konservativen Kreisen. Aber was wir immer wieder erkennen, ist dieser starke, starke Bezug zu Israel. Geert Wilders, Brinkmann und so weiter. Also ein Haufen Leute, die, also und auch Kreise, wo man eigentlich normalerweise, die normalerweise immer verschrien waren als Neonazis und jetzt heißt es halt eben, naja, aus Israel, wir wollen mal nicht so sein, die Typen lernen auch dazu. Jetzt sind sie halt eben pro Israel. Das neue Feindbild ist der Islam. Und es gibt ja diese Achse zwischen der europäischen Rechten und Israel und Amerika. Und außerdem, wie wir dann gesehen haben, an dem norwegischen Terrorakt, diesem norwegischen Massaker um Anders Behring Breivik, er selbst Freimaurer, spricht von einem neuen Templerorden und er sagt dann eben auch, man müsse eben diese Organisationen nach vorne bringen, Europa ethnisch säubern. Hast du das verfolgt und was denkst du, hat es auf sich mit dieser sogenannten neuen Rechten? Also ich denke mal, dass dieses Bündnis eigentlich logisch ist, weil der Gegner ist der gleiche. Der Gegner ist das Muslimtum, die Islam, arabischstämmige Menschen, die Europa fluten. Und irgendwann ist der Bevölkerungsprozess an eine Ebene gekommen, wo die Regierungen dann diesen Massen natürlich auch Rechnung zu tragen haben und ihre Politik entsprechend ausrichten. Und das kann natürlich nicht im israelischen Interesse sein. Also Israel möchte eine eindeutig israelische, unipolar israelische Politik haben von den europäischen Regierungen. Aber in dem Moment, wenn halt eben diese Leute sich bedroht gesehen in Frankreich und haben was? Ihre Koffer gepackt und sind nach Israel gekommen. Das ist Machiavellismus, so funktioniert die Welt. Das ist Zionismus auch. Kann Zionismus sein. Aber es ist auf jeden Fall der radikale Zionismus um den Likud-Block. Unglaublich. Wenn man jetzt hier die Historie anguckt, hier ist vielleicht ein Buch zu nennen, Shlomo Sand, die Erfindung des jüdischen Volkes, Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand. Der Autor ist Israeli und er sagt dann, nichts, was er in diesem Buch reingepackt hat, keine der Informationen, war in dem Sinne neu. Das war dann den Establishment-Historikern bekannt, es wurde halt bloß nicht sonderlich großartig besprochen. Und auch diese ganzen Widersprüche in der Selbstdarstellung, also man merkt hier auch, die Historiker haben hier einen ganz klaren politischen Auftrag, keinen wissenschaftlichen Auftrag. Wir haben hier, ich kann hier ein Beispiel nennen. Das ist diese Diskussion um, wie du es schon gemerkt hast, wie du es schon gemeint hast, es gab so viele Stellen, an denen dann Leute sich aus taktischen Gründen entschieden haben, das Judentum anzunehmen oder es gab diese Vermischungen und man hatte dann eben solche Geschichten wie die Khazaren, das Khazarenreich und dann jetzt brennt hier ein Streit der Historiker. Die einen sagen, nun ja, die Khazaren haben sich aus taktischen Gründen einfach zum Judentum entschlossen, weil man wollte sich nicht dem Islam unterwerfen, sich also den fremden Ländern unterwerfen, den fremden Herrscher. Man wollte auch nicht sich den Christen angliedern, sondern man sagte einfach, was bleibt übrig? Die einzige monotheistische Religion, die noch übrig ist, die Auflagen erfüllt. Und hier ist ein Beispiel, ein Mann namens Poliak. Und er schrieb halt eben dann auch über dieses Thema Khazaren. Das ist eine gewisse Peinlichkeit, wenn nämlich sich rausstellen würde, und auch das ist umstritten, wenn sich rausstellen würde, dass eben das große Khazarenreich eben nicht ethnisch jüdisch war und dass viele europäische Juden, insbesondere osteuropäische Juden, dass die eigentlich Khazaren sind und letztendlich dann auch ethnisch eher Kaukasier sind. Und ich meine, wenn ich mir viele europäische Juden angucke oder die dann nach Israel gegangen sind, die sehen aus wie du und ich. Man könnte die verwechseln mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Und hier heißt es dann von einem der
der israelischen Mainstream-Historiker namens Polyak, wurde in Kiew geboren, konnte Russisch, Türkisch, klassisches Arabisch, antikes Persisch, Latein, wahrscheinlich auch Griechisch, also ein sehr, sehr cleverer Mensch. Sind diese Leute vorher in New York gelandet und zu diesem Rabbiner, zu diesem Sektenkultführer gegangen, um sich von ihm briefen zu lassen, wie sie sich anschließend zu verhalten hätten. Und das ist bedenklich, wenn man weiß, wie stark halt eben Amerika auf die ganze restliche Welt wirkt. Also der politisch, wenn Politik auf Religion trifft, dann kann es sehr, sehr bunt werden. Und du zitierst hier auch in deinen Werken, zitierst du also die elitären Clubs oder die Spitzen der elitären Clubs, wie dem Freimaurertum, zitierst aus deren Werken. Und es ist immer sehr, sehr interessant, wenn man die Außenwirkung vergleicht mit den internen Schriften. Und dann findet man hier unter anderem Hinweise auf die Pläne, die Langzeitpläne. Ich suche hier gerade die Stelle, die ich hier auf Seite 202. Also man bekommt die Informationen, wie sich dann tatsächlich diese Organisationen zusammenfinden, um Pläne auszuarbeiten in sehr, sehr großem Umfang. Und dann steht hier ein Briefwechsel zwischen den Führern der italienischen und der amerikanischen Hochgrad-Freimaurerei, Giuseppe Mazzini, Albert Pike, einmal Italien, einmal USA. Beide Männer waren höchstrangige Eingeweihte des schottischen Ritus. Beide waren politisch ebenso einflussreich wie aktiv. Albert Pike, für die es nicht wissen, war ein Südstaatengeneral in den USA. Der Süden verlor zwar den Bürgerkrieg und der Norden forderte eigentlich den Kopf von Albert Pike, allerdings wurde er dann ziemlich schnell begnadigt. Statue steht bis heute ihm zu Ehren und er spielte weiterhin eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Dann heißt es hier, am 15. August 1871 schrieb der souveräne Großmeister des altertümlichen und anerkannten schottischen Ritus der Freimaurerei in Amerika, Albert Pike, einen Brief an seinen Logenbruder, den italienischen Freiheitskämpfer Giuseppe Mazzini, in welchem er einen Plan zur Welteroberung durch die Loge niederlegte. Das Schreiben enthielt einen Stufenplan, welcher über drei Weltkriege führte. Der Erste Weltkrieg sollte zur Zerstörung des zaristischen Russland führen, das Land der unmittelbaren Kontrolle der Illuminaten ausliefern, also einer weiteren verwandten Geheimgesellschaft. Der Zweite Weltkrieg sollte durch geschürte Interessensgegensätze zwischen den deutschen Nationalisten und dem Zionismus lanciert werden. Als Ergebnisse wurde die Ausdehnung des russischen Einflussbereiches und die Gründung des Staates Israel anvisiert. Und dann heißt es hier, der Dritte Weltkrieg sollte durch eben diese produzierten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Zionisten und den Arabern hervorgerufen werden. Jetzt wissen wir, wie fragil die Welt sein kann. Es muss dauernd Krieg sein. Wenn nicht ständig Krieg da ist, dann wird Israel weich und wird verschwinden. Und er findet dann Gleichgesinnte unter seinen Vorgesetzten und die meinen dann, naja, die Verrückten werden auch bei uns immer mehr. Also die Leute, die wirklich nicht verhandlungsfähig sind im Mossad. Ja, es gibt genauso gut verhandlungsunfähige Leute auf der muslimischen Seite, bei den Palästinensern, der Hamas, der Fatah und so weiter. Aber an einer gewissen Stelle, entweder im ersten Band hier von Ostrowski oder im zweiten, da sagt er dann, also seitdem ich diese Bücher geschrieben habe, seitdem ich den Mossad endlich entlarvt habe zu einem guten Teil, also ihm wurde dann gesteckt von einem Sympathisanten, ihm wurde gesteckt, jetzt ist es noch schlimmer im Mossad. Also seit du diese Aktion gemacht hast, nur noch Verrückte. Also man holt sich die richtigen Fanatiker, die jungen Fanatiker holt man sich in den Mossad und drillt sie und drillt sie und drillt sie. Dabei gibt es auf der anderen Seite verhandlungsbereite Leute und die will man anscheinend hier vergraulen. Das ist anscheinend die Message von oben. Und jetzt hören wir es halt eben in der Presse aus Kuwait, also ältere Mossad-Chefs, Meir Dagan, hätten Netanyahus Tour vermasselt, hätten halt mit gezielten Datenlecks, hätten sich hier da dazwischen geschalten. Ich meine, es ist unglaublich, was hier in den Kulissen passiert. Und eins wollte ich noch kurz erwähnen, zu dem Thema Freimaurer aus seinem Buch. Es heißt hier, Mazzini, der Italiener, der dann mit dem Amerikaner Pike gesprochen hat über drei Weltkriege und diesen riesigen
irrsinnigen Plan. Mazzini wurde 1861 Freimaurer und schuf die Propagandaloge P1, die, wie die P2 heute, Italien über mehrere Jahrzehnte beherrschte. Jetzt heißt es in der Presse schon, naja, jetzt sind wir schon bei der Propaganda-3-Loge angelangt. Also das sind ernstzunehmende Player mit ihren völlig verrückten Plänen. Hier blenden wir den Artikel ein auf Dorian Gray, Tageszeitung. Dann heißt es hier in der zweiten Hälfte: Mit der Verweigerung an der NATO-Aggression gegen Libyen teilzunehmen, brachte der Außenminister Deutschlands das Fass dann zum Überlaufen. Am 28. März 2011 verkündete Bernard Henry Levy, Stichwortgeber und Strippenzieher hinter dem französischen Kriegspräsidenten Sarkozy in der Welt: Gaddafi wird gehen, aber Westerwelle auch. Joschka Fischer äußert sich ähnlich. Und dann geht es hier weiter über eben die altbekannten Methoden. Es wird hier angesprochen, die geheimen Field Manuals der amerikanischen Streitkräfte und Geheimdienste, die Anleitungen, die Handbücher für schmutzige Tricks, für Offiziere. Man hat das gegen den Kommunismus angewendet, Strategien zum Umgang. Der nicht mehr funktioniert. Wir legen die Immunabwehr an sich lahm. Und sie beschreiben letztendlich das AIDS-Virus. Und die Politiker fragen, wie lange braucht ihr für sowas? Und dann sagten die 10 Jahre. Und dann sagen die Politiker, braucht ihr Geld? Wie viel Geld braucht ihr dafür? Und dann sagten die also ein paar Millionen. Und dann wurde gefragt, dann warum fangt ihr nicht an? Und dann sagten sie, ja, wir haben das Geld noch nicht. Dann wurde das Geld bewilligt. Und dann wurde in Fort Detrick, welches das Biwaffenforschungszentrum in Amerika gewesen ist, diese Forschung in Angriff genommen. Und interessanterweise die Leute wie Robert Gallo, die dann hinterher das AIDS-Virus gefunden haben, waren in diese Entwicklungsprozesse eingebunden. Und wenn man diese 10 Jahre genau überblickt, dann stellt man fest, dass es da eine bruchlose Entwicklung bis zum Auftauchen des AIDS-Virus gegeben hat, wo die ganze Zeit die Genforschung involviert gewesen ist. Unglaublich. Naja, ich meine, die Geschichte des 20. Jahrhunderts sollte, denke ich, den Leuten demonstriert haben, wozu Regierungen in der Lage sind. Jetzt, was mich noch ganz brennend interessiert, deine Meinung zu einem Thema, das mit all dem hier zusammenhängt. Wir haben hier in den letzten Jahren den Aufstieg gesehen der neuen Rechten in Europa, heißt es. Also das sind dann Organisationen, Parteien, bestimmte Führungsfiguren, und es geht hier um die Key Player. Man sagt, das ist die neue Rechte. Sie sei jetzt, sie würde schon rekrutieren aus allen möglichen rechten oder konservativen Kreisen. Aber was wir immer wieder erkennen, ist dieser starke Bezug zu Israel. Geert Wilders, Brinkmann und so weiter. Also ein Haufen Leute, die auch Kreise, wo man eigentlich normalerweise immer verschrien waren als Neonazis, und jetzt heißt es halt eben, naja, aus Israel, wir wollen mal nicht so sein, die Typen lernen auch dazu, jetzt sind sie halt eben pro Israel, das neue Feindbild ist der Islam. Und es gibt ja diese Achse zwischen der europäischen Rechten und Israel und Amerika, und außerdem die wir dann gesehen haben an dem norwegischen Terrorakt, diesem norwegischen Massaker um Anders Behring Breivik, er selbst Freimaurer, spricht von einem neuen Templerorden, und er sagt dann eben auch, man müsse eben diese Organisationen nach vorne bringen, Europa ethnisch säubern. Hast du das verfolgt, und was denkst du, hat es auf sich mit dieser sogenannten neuen Rechten? Also ich denke mal, dass dieses Bündnis eigentlich logisch ist, weil der Gegner ist der gleiche. Der Gegner ist das Muslimtum, die Islam, arabischstämmige Menschen, die Europa fluten, und irgendwann ist Fans entspricht. Der Vatikan umspannt die gesamte Welt mit einer Milliarde Menschen vielleicht. Und wir haben es hier mit einer Sekte zu tun von vielleicht 200.000 Menschen. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich. Aber das Geld ist da. Und das Geld wird eingesetzt für Lobbyarbeit, für machtpolitische Lobbyarbeit.
Netanyahu ist Jude, natürlich, klar, er ist Israeli und Jude, aber wenn er in eine Synagoge geht, dann geht er nicht in eine normale Mainstream-Synagoge, was kein Problem wäre. Ich habe kein Problem mit dem Judentum. Aber er geht zu diesen Rabbis, zu diesen Okkult-Rabbis, zu diesen fundamentalistisch endzeitlichen Rabbis und sagt, was wird passieren? Was muss passieren, damit der Messias kommt? Diese Leute glauben halt eben, wenn nicht die gesamte Prophetie vorher abgeschlossen wurde, kann der Messias nicht kommen. Es muss vorher passieren. Lässt sich dort beraten, lässt sich dort briefen und macht entsprechend Politik, auch in Amerika oder auch bei uns durch die Lobby. Der Punkt ist der, ich habe es aus dem Fokus, der Fokus ist ja nun ein Mainstream-Organ. Als der vorletzte oder letzte Chef der Sekte gestorben ist, wurde über ihn Bericht erstattet in einem Artikel. Und da hat es geheißen, wann immer ein israelischer Politiker, ob er von der Linken oder der Rechten war, war vollkommen egal, nach Washington geflogen ist, um dort mit wichtigen Staatsleitern zu sprechen, sind diese Leute vorher in New York gelandet und zu diesem Rabbiner, zu diesem Sektenkultführer gegangen, um sich von ihm briefen zu lassen, wie sie sich anschließend zu verhalten hätten. Und das ist bedenklich, wenn man weiß, wie stark halt eben Amerika auf die ganze restliche Welt wirkt. Also der politische... politisch, wenn Politik auf Religion trifft, dann kann es sehr, sehr bunt werden. Und du zitierst hier auch in deinen Werken, zitierst du also die elitären Clubs oder die Spitzen der elitären Clubs, wie dem Freimaurertum, du zitierst aus deren Werken. Und es ist immer sehr, sehr interessant, wenn man die Außenwirkung vergleicht mit den internen Schriften. Und dann findet man sich hier, dann findet man hier unter anderem Hinweise auf die Pläne, die Langzeitpläne. Ich suche hier gerade die Stelle, die ich hier auf Seite 202. Also man bekommt die Informationen, wie sich dann tatsächlich diese Organisationen zusammenfinden, um Pläne auszuarbeiten in sehr, sehr großem Umfang. Und dann steht hier... ein Briefwechsel zwischen den Führern der italienischen und der amerikanischen Hochgrad-Freimaurerei, Giuseppe Mazzini, Albert Pike, einmal Italien, einmal USA. Beide Männer waren höchstrangige Eingeweihte des schottischen Ritus. Beide waren politisch ebenso einflussreich wie aktiv. Albert Pike, für die es nicht wissen, war ein Südstaatengeneral in den USA. Der Süden verlor zwar den Bürgerkrieg. Wie würdest du, wie stark ist der Realitätsverlust? Oder glauben diese Leute, wenn es hart auf hart kommt, dann gehen wir in unsere Bunker und lassen halt einen Haufen Biowaffen los oder Nuklearwaffen und dann kommen wir irgendwann wieder aus den Bunkern hervor und dann ist unsere Prophezeiung hiermit erfüllt. Ich meine, sowas Ähnliches unterstellt man ja auch eigentlich ironischerweise dem Iran oder Al-Qaida, wo auch immer sich Al-Qaida gerade befinden soll. Das heißt immer, diese Leute sind unberechenbar, sie haben ein extremes religiöses Verständnis, sie werden irgendwo eine Atombombe zünden und mehr Chaos schaffen, weil sie halt eben meinen, das wäre Teil der religiösen Vorhersehung. Also wie ist die Mentalität? Ich denke, dass diese Menschen von der Welt völlig abgewandt sind, dass die, das ist ja doch das Beängstigende, sie haben keine Beziehungen zu den Werten, zu den hehren Werten und auch zu den niederen materiellen Werten, die ein westlicher Mensch haben würde. Geld bedeutet für die nichts, gar nichts. Autos, nichts, gar nichts. Für sie ist das nur Einsatzmittel, um diesen Zielen näher zu kommen. Ich war in London in Synagogen von den Leuten gewesen und ich habe gestaunt, wie sie durch die Straßen gelaufen sind. Abgerissen wie Penner und offensichtlich mittellos, aber die Gruppe ist nicht mittellos an sich. Und diesen Menschen interessiert nichts anderes als diesen Dienst an Gott und der Prophetie. Und sie sind bereit, dafür die Welt zu begraben, Schluss zu machen, alle Türen zuzumachen. Selbst das, dieser ultimative Fight am Ende, kann halt eben noch im Sinne ihrer Vorhersehung sein. Es muss nicht unbedingt so sein, dass es am Ende zu einem Weltstaat kommt, der dann von ihnen zentral aus Jerusalem gelenkt wird. Das steht in der Bibel drinnen. Das steht auch gerade im Alten Testament. Das ist auch das, was Ben-Gurion, als er 1962 gesprochen wurde, als man sagte, was meinen Sie, was später passieren würde. Auch das sah er voraus. Aber das muss nicht unbedingt das Ende der Dinge sein.
ich fürchte, dass es hinter, also in den obersten Graden dieser Okkultpriesterschaft Leute gibt, die bereit sind, zum Äußersten zu gehen und die ganze Welt abzufackeln. Weil ich fühle, oder ich sehe halt eben durch die Forschung, die ich wirklich jetzt über 20 Jahre gemacht habe oder länger noch, ich sehe da sehr, sehr starke Verbindungen in die indische Mythologie. Bhagavad Gita und das Ende, die... Es gibt dort halt eben eine Ansicht, dass die Welt immer wieder neu geboren wird. Dass es im Grunde eigentlich ein goldenes Zeitalter gibt, dann gibt es ein silbernes, ein bronzenes und ein schwarzes Zeitalter. Und durch diese Zeitalter, die so rotieren wie so eine Waschtrommel, marschiert die Menschheit durch. Und wir hatten das goldene Zeitalter schon. Und dann ist dass es aufhöre, wir können nicht wollen, dass es aufhöre, denn erst wenn die Welt in Krämpfen aufbricht, beginnen die Wehen des Messias. Die Erlösung ist nicht ein fertiges Geschenk Gottes, das vom Himmel auf die Erde niedergelassen wird. In großen Schmerzen muss der Weltleib kreisen. An den Rand des Todes muss er kommen, ehe sie geboren werden kann. Das ist das Selbstverständnis der aktivistischen Chassidim. Das ist richtig. Und das ist eine Sekte, ist eine okkulte Sekte, die sich sehr stark auf die Kabbala stürzt und sehr stark auf die Bibel. Versucht halt eben diese Geheimlehre, diese sehr zahlennumerische Geheimlehre der Kabbala auf die Bibel anzulegen, aus der Bibel dann geheime Botschaften herauszulesen, in den Passusen, wo es um Prophetie geht, dann genau Daten herauszuarbeiten, was beispielsweise zum Beispiel für den 11. Dezember auch getan wurde, wo man dann auch vermeint hat, dieser 11. Dezember müsste dann einen ganz speziellen Datum passieren, wo man dann hinterher auch gesagt hat, aha, wir sehen ja, Gott hat gesprochen, aber lächeln, verschmitzt lächeln, Gott hat gesprochen, weil man ja, denke ich mal, auch seine eigenen Leute am Werk wusste. Es ist ja ein offenes Geheimnis über Francesco Cossiga, dass nicht nur der CIA seine Hand im Spiel hatte, sondern auch der Mossad. Das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Sekte enorm stark ist. Enorm stark. Es spricht niemand darüber, was auch wiederum zeigt, wie stark die Sekte ist, dass sie sich aus den Medien raushalten kann. Sie haben ein Jahresbudget, was die Hälfte dem des Vatikans entspricht. Der Vatikan umspannt die gesamte Welt mit einer Milliarde Menschen vielleicht. Und wir haben es hier mit einer Sekte zu tun von vielleicht 200.000 Menschen. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich, aber das Geld ist da und das Geld wird eingesetzt für Lobbyarbeit, für machtpolitische Lobbyarbeit. Netanyahu ist Jude, natürlich, klar, er ist Israeli und Jude, aber wenn er in eine Synagoge geht, dann geht er nicht in eine normale Mainstream-Synagoge, was kein Problem wäre, ich habe kein Problem mit dem Judentum, aber er geht zu diesen Rabbis, zu diesen Okkult-Rabbis, zu diesen fundamentalistisch endzeitlichen Rabbis und sagt, was wird passieren, was muss passieren, damit der Messias kommt. Diese Leute glauben halt eben, wenn nicht die gesamte Prophetie vorher abgeschlossen wurde, kann der Messias nicht kommen, es muss vorher passieren. Lässt sich dort beraten, lässt sich dort briefen und macht entsprechend Politik, auch in Amerika oder auch bei uns durch die Lobby. Der Punkt ist der, ich habe es aus dem Fokus, der Fokus ist ja nun ein Mainstream-Organ. Als der vorletzte oder letzte Chef der Sekte gestorben ist, wurde über ihn Bericht erstattet in einem Artikel. Und da hat es geheißen, wann immer ein israelischer Politiker, ob er von der Linken oder der Rechten war, war vollkommen egal, nach Washington geflogen ist, um dort mit wichtigen Staatsleitern zu sprechen, sind diese Leute vorher in New York gelandet und zu diesem Rabbiner, zu diesem Sektenkultführer gegangen, um sich von ihm briefen zu lassen, wie sie sich anschließend zu verhalten hätten. Und das ist bedenklich, wenn man weiß, wie stark halt eben an... Hätten Netanyahus Tour vermasselt, hätten halt mit gezielten Datenlecks, hätten sich hier da dazwischen geschalten. Ich meine, es ist unglaublich, was hier in den Kulissen passiert. Und eins wollte ich noch kurz erwähnen, zu dem Thema Freimaurer aus seinem Buch. Es heißt hier, Mazzini, der Italiener, der dann mit dem Amerikaner Pike gesprochen hat über drei Weltkriege und diesen riesigen, irrsinnigen Plan. Mazzini wurde 1861 Freimaurer und schuf die Propagandaloge P1, die, wie die P2 heute, Italien über mehrere Jahrzehnte beherrschte. Jetzt heißt es in der Presse schon, naja, jetzt sind wir schon bei der Propaganda drei Loge angelangt. Also das sind ernstzunehmende Player mit ihren völlig verrückten Plänen. Hier blenden wir den Artikel ein auf Dorian Gray, Tageszeitung. Dann heißt es hier in der zweiten Hälfte, mit der Verweigerung an der NATO-Aggression gegen Libyen teilzunehmen, brachte der Außenminister Deutschlands das Fass dann zum Überlaufen am 28.
März 2011 verkündete Bernard Henry Levy, Stichwortgeber und Strippenzieher hinter dem französischen Kriegspräsidenten Sarkozy in der Welt, Gaddafi wird gehen, aber Westerwelle auch. Joschka Fischer äußert sich ähnlich. Und dann geht es hier weiter über eben die altbekannten Methoden. Es wird hier angesprochen, die geheimen Field Manuals der amerikanischen Streitkräfte und Geheimdienste, die Anleitungen, die Handbücher für schmutzige Tricks, für Offiziere. Man hat das gegen den Kommunismus angewendet, Strategien zum Umgang mit formal westlichen Basenstaaten, die sich im Kampf gegen den Feind als zu weich entpuppen. Das steht auch da so drin, also wenn ein Staat nicht so recht will, ja, nicht so recht kriegsbegeistert ist, dann muss man ihn etwas zwingen, man muss etwas künstlich nachhelfen, wenn es sein muss, auch mit Sprengstoff. Also das hier ist die Argumentation. Das hat es in der Vergangenheit halt eben schon gegeben, als der Gegner noch Sowjetunion und Kommunismus geheißen hat. Wenn da ein Staat halt eben zu weit nach links gewandert ist, dann wurde halt eben durch False Flag Terrorism made in USA oder gesteuert durch die Amerikaner oder beeinflusst durch die Amerikaner dort das Land destabilisiert, und die Menschen haben dann gesehen, was sie halt eben vom Kommunismus hätten, wenn sie ihn kriegen würden. Der größte Knaller war halt eben, als Aldo Moro in Italien versuchte, die Kommunisten etwas mehr in die Regierungsverantwortung drüber zu holen. Er war Christdemokrat, aber merkte, die Kommunisten waren so stark im Parlament, die konnten alles blockieren. Also hatte gedacht, okay, wir holen sie einfach an die Regierung ran, lassen sie mitbestimmen und verbrauchen sie. Und er ist dann, wenn es heißt ja nach Mainstream-Geschichtsschreibung, ein einzelnes Attentat löst den Ersten Weltkrieg aus. Dann stellen wir fest, dieses Attentat ging dann auch zurück auf diverse freimaurische ausgebildete Organisationen, die Schwarze Hand, Sarajevo und. Also ist es dann wohl Zeit, das Ganze ernst zu nehmen? In der Tat, ja. Also nicht nur allein dessen angesichts, was Pike dort schreibt oder Mazzini. Es gibt viele eingeweihte Männer, die immer wieder durch die Geschichte große Ereignisse vorhergesagt haben, qua ihrer Vorhersehung, die sie halt eben in ihren Logen erfahren hatten. Also vor dem Ersten Weltkrieg wurde in den entsprechenden freimaurerischen Zirkeln der Erste Weltkrieg angekündigt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Zweite Weltkrieg halt eben in diesen eingeweihten Kreisen prognostiziert, genauso wie er dann gelaufen ist. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Warburg gemeldet, der einer der wichtigsten finanzpolitischen Verteilungsstrukturen innerhalb der obersten Machtelite, der freimaurerischen Machtelite ist, der gesagt hat, wir werden eine Weltregierung bekommen, ob ihr sie wollen oder nicht. Und wenn ihr das nicht wollt, dann werdet ihr es halt eben durch Krieg bekommen. 1962/63 wurde Ben-Gurion gefragt, was in Ihren Augen, Herr Ben-Gurion, passiert denn in 30, 40 Jahren, wie stellen Sie sich die Welt vor? Und er beschrieb die Welt, wie sie ist. Es ist unfassbar. Er sagte halt einfach, es wird die Sowjetunion ein Konstrukt der Vergangenheit sein. Es wird sich dort halt eben der Kapitalismus heranbilden. Er sieht die Mauer fallen, er sieht halt eben Deutschland ganz neu, und er sagt halt eben, die Sowjetunion wird halt eben blau werden, respektive kapitalistisch, und Amerika wird rot werden, sprich halt eben sozialistisch. Das ist das, was wir momentan erleben. Das hat er natürlich aus seiner biblischen Prophetie hergeleitet. Und er kannte natürlich auch die Leute, die das umsetzen würden. Jetzt sehen wir hier verschiedene Nachrichtenmeldungen. Es gab, man nannte es ja weitaus mehr als nur Säbelrasseln. Man sprach hier eben von extremen Vorbereitungen und äußerst starken Drohungen. Was wir hier gerade einblenden, ist wieder mal die britische Presse. Also verschiedene Stimmen. Hier schreibt Richard Norton Taylor, ein Angriff auf den Iran wäre ein Desaster. Wir müssten mit diesen Leuten reden und verhandeln. Dann steht hier eine weitere Story. Eine Zeitung aus Kuwait behauptet, Benjamin Netanyahu würde eine Verschwörung in seinem eigenen Haus wittern. Die ehemaligen Führer des Mossad und des Shin Bet hätten Angriffspläne an die Öffentlichkeit durchsickern lassen, in der Absicht, eben den Angriff auf den Iran zu verhindern. Also das ist auch so eine Geschichte, die sich da entwickelt.